Filmeswiss, eure Film- und Serie-Podcast auf Schweizerdeutsch. Wieder ein Folge-Rückblick heute mit uns drei schönen Spike. Hoi zusammen. Alex. Sali. Und Hill. Ciao. Hoi. Ja. Na. Die drei Angel. Du bist wieder da. Jawohl. Hill, willkommen zurück. Hat die fast nicht mehr kennt. Ist ja so. Eine Woche Absenz. Ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind entsetzt gewesen. Ich muss sagen, zum Glück bin ich heute da, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Hast du das verstanden, ja? Ich bin zuerst im Kleinbasel rumgegangen, irgendwo, verdammt, wo ist das? Gell? Bist du bei der Arbeit gesehen, hast du dort die ganze Zeit über Film geredet? Und gesagt, sag mal etwas. Aber, kannst du mal irgendetwas Mikrofon anbringen? Aber wir haben, mit dem anderen haben wir wirklich einen sehr würdigen Ersatz gehabt vom Filmarchiv-Podcast. Ich finde das sehr gut gemacht. Auch noch das Feedback, das ich gehört habe, ist alles gut gewesen. Absolut. Es hat nicht viel, wahnsinnig viel Feedback gegeben, es ist, als wärst du gar nicht aufgefallen. Schon, ja. Also die wichtigsten Sätze sind ja vom Hill gekommen in diesen Folgen. Das ist richtig, ja. Ah, hat man wieder sich bedient an den Knepp. Man hat sich an deinem geistigen Eigentum bedient. Ganz wenig. Hast du nicht reingelassen, sag mal? Noch nicht, nein. Ja gut, was sollst du denn dazu hören? Am Anfang rede ich schon mit, oder? Das ist ja langweilig. Aber ich denke, oh, hast du vielleicht schon mal deine Ehre gespitzt. Aber du bist wieder topfit? Ja, top, du weißt, kann sein, ja. Aber genug fit. Ja. Ich weiß, schnüpfle ein bisschen, aber. Bist du noch am Umschnüpfeln? Also nicht groß, aber. Ja. Das ist nicht gut. Das müssen wir ändern. Weil diese Woche haben wir einiges vor uns. Aber jetzt zuerst gibt es ja einen Rückblick, was wir so gewechselt haben die letzte Woche. Genau. Sag mal, ist viel zusammengekommen? Insgesamt, ja. Ach, eigentlich. Du bist natürlich geil krank. Hast du deine Krankheitsabsenz auch genutzt, um Film und Serie zu schauen? Ich bin zwei Tage im Nass gelegen. Also. Und du hast schon Film und Fernsehen geschaut? Aber nicht? Ich bin ja komatös weg. Wirklich so? So schlimm ist es gesehen? Ja, ich will nicht sagen schlimm, aber es ist einfach so, ich weiss, wenn ich krank werde, liege ich auf der anderen Pen. Den ganzen Tag? Nie Film schauen oder so? Oder Serie? Ja, nein. Äpfel und Orange habe ich gegessen in zwei Tagen. Irgendwie müssen wir auch mal was essen. Körper völlig, was ist das? Da ist ja gar keine Hefe drin. Das ist ja crazy. Nee, was ich am liebsten mache, wenn ich krank bin, ist in eine heiße Badewanne liegen und dazu ein warmes Guinness saufen. Egal, ob es hilft oder nicht, lustig ist trotzdem. Beides irgendwie eine ziemlich wüste Vorstellung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber hey. Ja, wenn du an Badewanne denkst, musst du mehr wegdenken, dann ist es besser. Aha. Ich hoffe, es hat wenigstens richtig viel Schaum drin gehabt, dass man nicht zu viel sieht. Nicht immer, Oh nein, jetzt ist es vorbei. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt viel Spass mit dieser Vorstellung. Wenn du Badesalz brauchst, dann hat es ja keine Blöterli. Ah, du benutzt Badesalz? Das fand ich auch cool. Noch nie benutzt. Was ist der Unterschied? Das muss drauf in Amerika. Was? Du hast einfach jenste Chauffeur, die einfach sau coole Geschmack haben. Dann hast einfach einer, weißt du, Dampf und so. Mhm. Aber ohne Schaum? Ja? Nein, das finde ich uncool. Ich brauche Schaum. Dann mehr umso besser. Ich kann eine Badehöhle machen im Schaum rein. Hey, voll. Oh. Aber sind meine Actionfiguren mit, dann haben sie voll den Krieg. Badewanne. Nein, mache ich nicht. Nein, aber zwei Eiches. Dann höre ich immer irgendwelche Comedy-Programme auf YouTube. Okay. Ich nehme immer das iPad mit und schaue irgendwelche Videos. Habe ich auch schon gemacht, wenn ich bei irgendeiner Serie wirklich so richtig, richtig angefixt bin. Und das ist bei mir im Bad relativ schlecht. Aber ich habe jetzt einen Winkel herausgefunden, wo ich aufs Waschbecken das Tablet anschaue, wo ich es noch sehe, aber es nicht in Gefahr ist. Und der FI-Schalter, hoffe ich. Was? Aha. Ah, das ist deine Knöpfchen und Steckdose im Bad. Ah, da passiert nichts. Ich lasse mich mit dem Akku leiden. Lug und Trug. Wie badest du? Damit wir das abgeschlossen haben, endlich zu dem Film kommen können. Du hast gesagt, ich habe schon jetzt Zeit nicht gebadet. Das merkt man. Ja, ich bin so daheim gekommen, schnell duschen, aber das Jahr wird mal das Bad renoviert. Okay. Und da gibt es so eine Badwanne mit Whirlpool-Funktion. Ihr baut um? Ich habe gesagt, renovieren, ja. Also, okay, crazy. Große Keller, hast du nicht so schnell Baumarkt. Also du hast jetzt gleich einen Whirlpool bei dir daheim. Also es ist eine Badwanne mit Blöterli und Wasserstrahl. Das ist eine Whirlpool-Funktion. Massierfunktion. Woher? Also Moment, woher strahlt der Wasserstrahl? Ich weiß noch nicht, aber ich will es ausprobieren. Da musst du uns dann unbedingt mehr darüber erzählen. Also, wenn ich mal Rückenweh habe, könnte es vor der Badwanne liegen.
Gott, die Bilder. Komm, wir schnell zum Film wechseln, Hill. Stimmt, wenn wir schon bei Baden gesehen sind. Jetzt muss ich schauen, gibt es einen Film, wo mit dem könnte Dinge so... Komm, machen wir Transformers 2 und 3 und haben wir es hinter uns. What? Ja, also Wasser, nicht wahnsinnig viel Einfluss, aber ja, ich easy. Ich hätte einen anderen genommen. Ja, ich auch. Also ich hätte jetzt alle anderen fast weg von der Reise. Egal, nein, ja, das, ich bin da ein bisschen am rewatchen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welchen von den Transformers ich gesehen habe und welchen nicht. Yep. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann fangen wir einfach von vorne an. Und den ersten habe ich sicher gesehen. Den habe ich ja auch in der Jahrgangsfolge 2007 erwähnt. Mhm. Und sehr wohlwollend erwähnt, weil... Auch wenn es absolut Dummbatz-Filme sind, aber einfach, mir macht es irgendwie Spass. Ich halt einfach gerne die Figuren als Kind, ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Sie sind mein Liebling, aber habe ich doch sehr gerne gehabt. Gerade so der Optimus Prime, das ist schon geile Action gesehen. Und hey, und irgendwie habe ich gefunden, jetzt muss ich da mal durchziehen. In diesem Jahr kommt ja auch ein neuer raus, nach, glaube ich, irgendwie 5-6 Jahren Abstand. Mhm. Und ein neuer raus. Ist es schon so lange? Ja, 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 ja. Das ist wirklich schon ewig so ein Gefühl. Ja, ich glaube, irgendwie 18 oder 19 ist der letzte rausgekommen, Bumblebee. Okay, das sind jetzt halt 5 Jahre. Aber egal. Ist ja wurscht. Für 5 Jahre. Ich meinte, der eine mit irgendwas Night oder so, das den sich noch nach dem Bumblebee rauskommen. Habe ich auch gemeint, okay. Aber ich habe gestern nochmal nachgeschaut, weil ich habe drei Folgen, dass ich es nicht verkacke. Ah, okay. Alles klar. Hat es auch nicht weitergeschaut. Ja, der zweite Teil, Revenge of the Fallen, auch von Michael Bay. Michael Bay, genau. Wow, das ist ziemlich scheiße, habe ich gefunden. Das hat mir gar nicht gefallen. Okay. Er hat zwar gleich seine Schauwert, gerade so gegen den Schluss in der Wüste, so die Kämpfe rund um Pyramiden, das sieht zum Teil halt schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber es hat auch wieder die gleichen Sachen, die ich nerven. Irgendwie so ein bisschen, Megan Fox finde ich so langweilig. Ich finde ihn jetzt auch nicht der Oberknüll. Ich finde John Turturro auch im zweiten Teil leider immer noch ziemlich eine nervige, langweilige Nebenfigur. Ich finde eben nur Toni ganz so nervig. Okay. Ich finde den anderen beiden auch furchtbar. Alright. Hey, ist auch wurscht, man schaut es ja wegen den Transformers und da hat es wieder ein paar richtig coole, auch neue gegeben. Auch ein paar, die ich finde, also es fällt mir dann auch, wenn wir dann zum dritten kommen, oder, ein bisschen auf. Sie haben ein bisschen übertrieben, finde ich, mit so, jetzt kommt es, kultureller Aneignung bei Robotern. Weil irgendwie jeder Roboter ist fang irgendwie so, einer ist irgendwie so der Rastafarian-Typ, oder? Redet ein bisschen so, läuft immer so Musik, ist auch so ein Hippie-Büssli. Und der andere, das ist halt so der typisch harte Typ von der Strasse, weißt du? Es sind einfach so, die richtig die Klischee-Charaktere, wie man sie kennt, oder? So Gangster-Style. Ja, und dann gibt es so Latinos, oder? Und dann so immer so umtänzelnd eigentlich unterwegs sind und so weiter und so fort. Das finde ich amüs ein bisschen nervig, aber hey, fuck it. Wenn sie dann in den Krieg ziehen und kämpfen miteinander, die Geräusche, das ist, und ich finde auch wirklich technisch immer noch saugut, auch für heutige Verhältnisse. Der dritte Teil, Dark of the Moon, aus dem 2011, also schön, zwei Jahr Abstand immer, oder? Mhm. Also der erste 7, Revenge of the Fallen 9 und dann im 11 Dark of the Moon. Da habe ich wieder super cool gefunden. Da hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Und ich habe einfach wieder gestaunt, was da für Leute, was für Cameos da kommen. Also das ist wirklich crazy. Also irgendwie die Hälfte von der Originalbesatzung von Apollo 11, weißt du, so sind da, Apollo 13. Was sind die? Das sind 13, die sehe ich nicht mehr. Okay. Das sind die, die durch Katastrophen hatten. Stimmt. Die sind im Retour. Blöd, ich habe jetzt den Filmkopf. Also, Apollo 11 sind aber die, gesehen, wo so Buzz Aldrin, also die, die als erste auf dem Mond sind. Ich kann sie nicht auseinanderheben. Das bin ich da wirklich okay. Auf jeden Fall machen die da mit, welches Apollo es ist. Who cares? Ja. und das ist eh alles erstunken, erlogen, oder? Das wissen wir ja. Nein, sag ich. Hey, und auch sonst, auch so in der Rolle, ich meine, der eine Prime-Roboter, der andere Prime, oder, der da wieder auferweckt wird, wird vom Leonard Nimoy geredet und so. Es ist wirklich eigentlich mega cool zum Entdecken. Mhm. Die Action ist, also wirklich, also was alle Filme haben, die können ja alle weit über 2,5 Stunden. Mhm. Und beim dritten Teil, ich so, okay, hey, das ist wirklich cool gewesen, so, ah, cool. Ja, das, jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt kommt so der Schlusskampf. Mhm. Und da habe ich gefunden, dann mache ich noch kurz ein Päuschen, habe eine Pause gedrückt und schaue auf die Uhr und sehe, der geht noch 1:15. Und ich so, what the fuck? Ist das gar noch nicht der Höhepunktkampf? Mal ist es. Der geht einfach, das Finale geht einfach über eine Stunde. Absolut next level. Aber ist wirklich crazy, auch dreht. Und auch,
Dort lohnt es sich für die, die technisch interessiert sind, gerade so was so Computertechnik und so angeht, einmal ein bisschen Fun Facts oder so ein bisschen Trivia rauslesen. Das ist wirklich crazy. Also irgendwie die eine Drillmaschine, die so wie ein Wurm eigentlich unterwegs ist und durch die Hochhäuser alles raspelt, da ist auf zigtausenden von Teilen bestanden. Und um das zu rendern, hat man hat ILM, also Industrial Light Magic, hat ihre komplette Farm, also ihre komplette Serverfarm, gebraucht. Und pro Frame, also Bilder, haben sie 122 Stunden gebraucht, zum Ausrendern. Pro Frame von dieser Drillmaschine. Also, ist das so lang gegangen? Ey, das ist gaga! Das ist gaga, der Aufwand. Heute machst du das mit dem iPhone. Ist wirklich absolut crazy. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Und ey, eben, dritte hat Spass gemacht. Ich freue mich jetzt auf 4, 5, 6 und Bumblebee. War das richtig im Kopf? Ich glaube, das ist richtig. Ich so viel. Yes. Also, weißt du, dass du vierte jetzt mit dem Wahlberg bist? Es ist mal zugetragen worden. Fünfte, glaube ich auch. Sechste weiß ich es nicht. Auch das ist mir zugetragen worden. Ich kämpfe. Der erste hat am vierten mitgemacht. Ja. Ich meine, der ist schon von Anfang an. Nein, das ist der Shia. Nein, die erste ist wirklich der Shia LaBeouf gesehen. Und im dritten, da, weißt du, das ist ja gerade kurz bevor er seinen Mental Breakdown hatte und nur noch durchgefallen ist, auf sozialen Medien auch ausgerastet ist und so weiter. Das ist, in dem dritten Teil ist er, merkst du schon, er ist dort schon so unterwegs. Er ist völlig am Overacten und am Durchgehen die ganze Zeit. Ist richtig witzig, wenn du das so im Kontext zum Nachhinein siehst, denkst du, ah, da merkst du genau, wo ist die Schraube, wird sich locker geworden. Das ist wirklich sehr glatt. Aber eben, hey, klar, Dumba zu finden, das muss man sagen, aber sie machen einfach Laune, scheiß drauf. Dann mal weiter, next. Ja, weiter. Ich sehe da, das ist nicht Blaue Lagune, der Pale Blue, ei. Ah, jo, das ist auch bei mir. Der Pale Blue Eye, der ist neu auf Netflix erschienen. Habt ihr den nicht auf dem Schirm gehabt? Oder gesehen? Nein. Ja, doch, die Forscher hat geschaut. Okay, also Scott Cooper, Macho, Regisseur von Crazy Heart, Black Mass, Out of the Furnace und so Zeug. Ach so, Also Hauptrolle Christian Bale, ganz genau. Ja, ich habe es mit dem deutschen Namen gesehen. Ja, wie heisst der auf Deutsch? Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ah, tatsächlich. Da habe ich gestern geschaut, ja. Ah, du hast auch gehört? Ach Gott. Voilà. Und zufällig gesagt, Christian Bale, Film, Netflix, neu, okay. Ja, voll. Und wir haben ja schon mal geredet über den Harry Melling. Der hat da auch eine wichtige Rolle. Er spielt Edgar Allan Poe. Mhm. Der ist ja eigentlich durch Harry Potter groß geworden, hat aber schon seitdem ein paar richtig coole so kleine Rollen in so nebenbei gehabt. So in dem, wie hat er geheißen, wo er fantastisch ist. Wie hat er geheißen? Das war so cool gewesen. The Devil All the Time, genau. Dort hat er schon großartig gefunden, den Queen's Gambit hat er ja mitgespielt und so weiter. Und irgendwie, der gefällt mir. Immer wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, oh wow. Das ist wirklich, der ist crazy drauf. Das ist also ein wiederkennbarer Blick. Ja, es ist halt auch kein Schönling oder so, aber es ist einfach, ich finde ihn wirklich ein guter Schauspieler. Ja. Und ja, Christian Bale, ich glaube, das muss man nicht drüber diskutieren. Ja, wie hast denn du gefunden? Also, es geht ja eigentlich darum, ein Detektiv, eben Christian Bale, geht an eine Militärakademie und will etwas aufklären, warum dort so viele sterben. Und Selbstmord oder ein Mörder geht um oder ein Monster oder was auch immer. Und ihm hilft dann der eine Kadett, eben der Edgar Allan Poe. Genau, so. Das kann sich spannend machen, geht ein bisschen ins Okkulte noch rein. Spielt auch zeitlich, was ist es, 18. frühe 19. Jahrhundert? 1830. Ja. Ah, okay, ja. Zähne gut. Ja, und also ich finde es. Bildgewaltig zum Teil, also gewaltig ist übertrieben, aber ich finde es sehr schöne Bilder, eben so das 18. Jahrhundert ist sehr schön, ich finde es auch schön detailliert gezeigt. Hat eine leichte Länge gehabt für mich, ist jetzt, ich habe gut gefunden, aber jetzt nicht so du Riss, sage ich mal, aber es ist so ein gemütlicher Film, für mich jetzt so gesehen, im Endeffekt. Jo. Ja, ja. Also im Stile von, also wenn du sagst, gemütlich, ist es eher um Setting gegangen, weil das habe ich eben so geil gefunden. Es ist alles so ein bisschen verschneit und genau, so. Genau, ja, ein Bild ist schön, es hat kein Hektik-Ding gehabt, es ist der Ablauf schön, es hat einen schönen Fluss gehabt.
Obwohl es eben immer ist viel mit erzählen, mit halt anschauen, suchen, halt so halt ein Crime. Ja, es ist ein klassischer Grimmy eigentlich, oder? Ja, Grimmy. Genau. Ja. Ein klassischer Grimmy. Nein, es ist wirklich ein typischer Grimmy. Aber weißt du, wie es dir geht? Du hast den noch nicht lange erwähnt in einer Rückblickfolge. Mir hat er so ab und zu ganz subtil, vielleicht habe ich ihn einfach zu lange gesehen, hat er mich an die Purmhund und Flüsse erinnert. So vom Feeling her. Weißt du, das Verschneiden, also die Schule, die nicht recht weiß, also gut, Akademie, wie immer, was so abgeht und so. Und hat man sich sicher ein bisschen bedient dort so? Also. Ja, durchaus, oder zumindest inspirieren lassen. Ja. Genau. Aber ich finde, das haben sie schon noch gut getroffen. Was ich ein bisschen raus bin, ist irgendwie, weiß auch nicht, ich habe die Auflösung ein bisschen lame gefunden. Also, spoilern nicht, keine Sorge, wir müssen nicht den panischen Abschaltknopf finden. Aber irgendwie, weiß auch nicht, es ist so ein bisschen. Hättest du ja bisher für das, es eigentlich so wie es gesehen ist, das ist schon ein bisschen. Halbbatzig ist jetzt blöd gesagt, aber es hat so ein bisschen zu Biss gefehlt. Das stimmt schon. Und eben, wie gesagt, für mich ist es ein bisschen. Nicht schlimm, aber es hatte so eine kleine Länge gehabt, so Mitte gegen das Ende, wo ich so, sag ich mal, ein, zwei Minuten mal aufs Nahtfeld geschaut habe. Aber sonst hat mich dann wieder gefangen. Aber es ist im Endeffekt ist jetzt nicht irgendein Risso-Film, aber es war gemütlich zum Schauen. Ja, ja, das stimmt. So ein Sonntagsnachmittag, man kuschelt sich ein, gönnt sich ein Tee. Nachdem man gerade ist baden. Es ist Januar, es ist 8, halb zwei, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist einfach alle Jahreszeiten gleichzeitig. Die essen einfach noch schnell einen Schuss rum in den Tee. Ja, nein, kann man machen. Als Fans vom Genre, vom Krimi-Genre kann man sich das gönnen. Ansonsten gibt es schon einiges Besseres. Also wenn ihr hier Tipps braucht, ihr wisst dann auch, könnt ihr euch melden, oder? Ja. Ja. Gut, haben wir darüber geredet. Hat Spass gemacht, machen wir nie mehr. Ja, finde auch, es reicht. Schauspielerisch vielleicht noch, hast du gut gefunden? Oder hast du etwas Negatives ins Auge gestochen? Du hast ja auch so ein bisschen Pale Blue Eyes eigentlich, wenn man das anschaut. Nein, schauspielerisch, wenn ich es also gut gefunden, auch von der Charakter her gut gewählt. Ich habe also das Gefühl gehabt, irgendeinen hat mich jetzt ein bisschen gestört oder so, der hat nicht passt. Cast auch. Ich habe ein bisschen gestaunt durch Timothy Spall. Ich weiß nie, ich habe den Namen nie merken, also ich verstand es, wenn ihr jetzt nachschaut, aber wenn ihr das Bild seht, wüsst ihr gerade, wer ich meine. Der Typ, der hat so erschlackt, also so richtig dünn ausgesehen und so. Ah, alles klar. So, also, weißt du, also, ich kenne den eigentlich immer so ein bisschen als pausbäckigen, doppelkinnigen Genießer mit roter Nase und irgendwie in diesem Film hat er komplett anders gewirkt. Also, er hat auch abgenommen, so wie ich das Gefühl habe. Ja, ne, ich meine, sonst auch. Ich meine, Robert Duvall oder Gillian Anderson natürlich. Also, es ist wirklich ein ziemlich cooler Cast. Also, ich habe neben nicht angeschaut, den Cast, wo plötzlich Gillian Anderson kommt, wo fairerweise ein bisschen geredet hat, wie zu ihrer Margaret Thatcher-Zeit. Das kann sie, also ein langweiliges Englisch für eine alte Frau. Das ist super. Das kann sie, ja. Also. Langweiliges Englisch für eine alte Frau. Okay. Und man muss auch sagen, sie sieht auch wirklich ein bisschen alt aus langsam. Aber ich finde, das spricht mega also, für sie. Sie ist auch nicht mehr jung. Nein, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Das darf man ja so sagen, oder? Das ist ja super. Also ich finde sie immer noch cool. Ja, das schon. Ich habe gerade gesagt, Timothy Spall, was hat das für eine Rolle? Das war eigentlich vom Militär gewesen. Ja, genau. Das ist der, der ihn eigentlich angehört hat und sie und dann am Schluss nicht mehr so cool gefunden hat. Ja, so sind sie halt Militär. Ja, voll. Irgendwann ist es cool. Was haben wir da? Die Anna. Vom Spike. No. Ja, habe ich gestern noch schnell geschaut, damit wir heute ein bisschen darüber reden können. Ist, glaube ich, gerade relativ frisch auf Netflix rausgekommen. Ist ein Luc Besson-Film von 2019. Also, kann man relativ einfach sagen, im Mittelpunkt steht einfach eine junge Frau, die zur KGB-Agentin ausgebildet wird. Die das aber nicht so geil findet, eigentlich. Also, das erinnert an einen anderen Film von ihm. Genau, ich habe auch im Review geschrieben, für mich ein bisschen ein Mix aus Nikita und John Wick. Okay. Weil es geht wesentlich übertriebener zur Sache als in Nikita.
Okay. Und ich mag Nikita sehr, ich finde den Film sehr gut. Habe auch das amerikanische Remake sogar gut gefunden, plus die Serie, die zwar nicht ganz hochwertig gedreht war, aber trotzdem irgendwie Spass gemacht hat. Und hey, Anna, kann man absolut schauen, ist ein unterhaltsamer Agenten-Action-Thriller vielleicht sogar schon. Ist auch wirklich nicht schlecht besetzt. Also die Hauptfigur Sascha Lust, ja, die kennt einfach kein Mensch. Das ist ein ehemaliges Model, wo, die ist so, etwa so gecastet worden wie eine Mila Jovovich normalerweise. Die sieht toll aus und kann einfach nur Action. So. Das ist ja das, was sie muss können. Und dann haben wir fiese Helen Mirren drin, ein zweckdienlicher Luke Evans und einfach zum noch die Gegenseite auch noch ein bisschen schauspielerisch attraktiv besetzt, hat man noch eine Cillian Murphy mit reingenommen, die eigentlich auch immer geht. Ja, voll. Also, ja. Hey, viel mehr braucht es eigentlich nicht. Denn Luc Besson, wo man einfach wissen, der kann einfach Geschichten cool erzählen. Mhm. Also, ja, kann man machen. Ist wirklich ein unterhaltsamer Film, macht man nicht falsch, wenn man den schaut. Man schaut ihn vielleicht kein zweites Mal, aber schaut den mal, macht nichts falsch. Habe ich wirklich nicht gesehen. Ich mir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mir hat es neben gerade angezeigt, dass einer von den gerade aktuell meistgeschauten Filmen auf Netflix. Und okay. Dann habe ich gefunden, ja, irgendeiner wollte die jetzt heute oben anschauen, damit wir morgen darüber reden können. Und so, ja komm, der ist gerade relativ aktuell vom Streamingdienst, der ist noch nicht so alt, komm, nehmen wir den mal mit rein. Ja. Anna. Ja. Nicht vergessen wir am Schluss nochmal erwähnen. Folgen wir noch von der Anna zu der Megan. Stimmt. Oder M3GAN, wie man es nennt. Megan! Yo, Megan. Kino! Kino it is! Ja, ich glaube, da bekommt man im Moment schon recht mit, habe ich das Gefühl. So Werbung und auch so Social Media und so. Ja, Kilo. Sogar in den Zeitungen. Und voilà, ja, AI-Kilopuppen, oder? Also so die Fortführung von Chucky in Weiblich und was weiß ich, hört mir alles ein bisschen drum. Vom Gerard Johnston. Oder John Stone, nicht so viel vorhanden von dem, aber in der Hauptrolle hat Alison Williams aus Get Out oder The Perfection. Ganz toller Film, kann ich gar nicht empfehlen. The Perfection, so ein Müll, aber ist ein anderes Thema. Hey, und. Gibt es ein House of God-Foto dazu? Richtig? Ein ganz genau. Bitte, also, so ein Dreck, den du mir damals gegeben hast. Ich bin immer noch hässig. Nein, um das geht es nicht. Es geht um Megan und. Ja, ich bin da am Freitag oben. Mit ein paar Kollegen, unter anderem den Jungs vom Filmarchiv, aber noch mit anderen Leuten, sind wir da schauen. Sind schon ein bisschen trinkfreudig. Weißt du, vorher noch ein, zwei nehmen, oder etwas essen und nochmal ein, nehmen, 12. Mhm. Und dann ins Kino geguckt oder gefunden, gönnen wir uns einen Film. Und was soll ich sagen? Wir haben ehrlich gesagt alle gedacht, ja komm, also das wird eh nichts. Aber scheiß drauf, gehen wir einfach schauen. Ja. Es reicht schon, wenn du unterhalten bist. Und hey, ich muss wirklich sagen, er ist überraschend witzig. Also das hat ihn nicht so gedacht. Was er nicht ist, er ist nicht sehr blutig. Und wenn ich jetzt heute gerade erfahre, ist das anscheinend so. Ein lieber Gruß an André, die Stellvertreter, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Anscheinend ist er recht geschnitten worden, damit er auch so einen ähnlichen TikTok-Hype kann auslösen kann bei den 12-Jährigen, 12 und 13, 14-Jährigen, wie es damals Smile gemacht hat, oder? Damit die auch da im Kino schauen können. Und ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Vermutlich, wahrscheinlich haben wir auch die geschnittene Version gesehen, weil anscheinend gar kein anderer im Umlauf ist. Ja. Und das merkt man. Man merkt nicht, weißt, dass es geschnitten ist. Ja. Also, dass, oh, was ist jetzt ein komischer Wechsel oder so. Er ist einfach unheimlich unblutig. Und das habe ich mega schade gefunden irgendwie. Weil, und jetzt kommt es, eben nochmal, der Humor, der ist einfach sau gut. Also, wir haben wirklich diverse Mal müssen richtig loslachen. Und nicht, weißt du, unfreiwillig komisch, sondern bewusst. Also es fängt auch gerade an mit einer Werbung, mit einer Spielzeugwerbung für ein anderes Spielzeug, nicht Megan. Ja. Hey, die Werbung ist so geil. Also du verreckst an so eine neue Form von Furby, die gackeln tut und so Zeug. Dann kommen so Gacki-Bönnchen raus und so Zeug. Ja, es ist sau lustig gemacht. Und auch nachher hat es immer wieder richtig gute Gags. Hey, und die Effekte sind auch für mich überraschend gut gewesen. Du hast nämlich, ich habe es wirklich nicht geschnallt, wenn es eine Puppe, wenn es jemand einfach in einem Kostüm von weitem, weißt du, von durchsäckelt, irgendwie ein kleines Mädchen oder so, oder? Und wenn es ein CGI, das hast du wirklich recht häufig nicht unterscheiden können. Das haben sie sehr, sehr gut, finde ich, gemacht, ja. Die Verbindung.
Und es gibt auch noch eine Einlage, wo sie fährt zu singen. Da kannst du nicht mehr. Also wirklich, weißt du, wie du es dir vorstellst, in so einer Disney-Verfilmung, einfach nur so am Bett, weißt du, so gute Nachtgeschichte. Und dann fährt sie und singt, ey, du fragst. Also wirklich, er ist wirklich lustig. Also im Gegensatz zu Smile, wo ich ja ehrlich gesagt völlig finde, völlig ein Mumpitz, oder? Gar nicht mein Ding gesehen. Habe ich gefunden, der hat tatsächlich den einen oder anderen guten Moment. Auch schon der erste, wie heisst es? Scumchairs. Genau, der erste Jumpscare vom Jahr, der mich wirklich verwünscht hat. Ich sage nur Hund. Das Einzige, was ich das Problem ist, nach 2 Minuten habe ich mir mal nach links gelernt und gesagt, ah, siehst du, wie das hier präsentiert wird? Das wird im Höhepunkt wird das wichtig sein. Und 2 Minuten später, oh, siehst du Hund? Was meinst du, was passiert du mit dem? Das ist so ein bisschen Klassiker, oder? Das ist wirklich alles ein bisschen so gesehen, wie wir es vermutet haben, mehr oder weniger. Aber er ist nicht so schlecht, wie er aus oder wie er vielleicht wirkt. Also ich habe mir Spass gehabt irgendwie. Okay. Ich werde da wahrscheinlich nie mehr schauen. Also auch wenn jetzt hier eine Uncut-Version kommt, ich glaube nicht, dass ich den nochmal sehen muss. Aber außer es ist völlig was anderes. Also weißt du, wenn es wirklich noch richtig rabiat zur Sache kommt, dann würde ich schauen. 5 Stunden, 6 Snyder-Cut. Macht einen ganz anderen Film. Schwarz-Weiß. Da kommen gar keine Puppen mehr drin vor. Absolut. Tja, am Fall Megan. Megan. Ja, Megan. Megan. Ja, naja, die Megan. Megan, Megan. Megan Lake. Du redest schon die ganze Zeit über Megans. Megan Lake ist tatsächlich, weißt du, so. Das erste Mal, als ich heimlich verliebt war in jemanden. Okay. Als kleiner Bub, so als 10-, 12-Jähriger, als ich das erste Mal in Kanada war. Ah. Mein Nachwuchsmädchen. Ah, das ist die Ich wäre nie meine Liebe gestorben. Ist sie, weil sie mit Harry zusammen ist oder ein anderer? Nein, ist ein anderer. Die hat Basketball können spielen. Das war cool. Die kann mit Ball spielen? Ja, also gleich blockt. Aber das geht nicht. Also blockt zum Korb schießen oder blockt zum Föppeln? Nein, zum Korb schießen. Io! Schon wieder ich? Ja, ich denke, du hast ja die meisten Filme okay. Ja, da bin ich heute noch Mittag im Kino schauen. Ich habe früher noch angefangen, zum Beispiel vorschaffen. Und dann bin ich schnell ins Kino gegangen. Ist allerdings auch irgendwie 80 Minuten gegangen, der Film. Und das Kino ist ja da gerade nebendran fast von unserem Studio. Ich habe im Kultkino gesehen. Ja, habe ich so gut. Ah, wirklich? Ja. Das spricht für sie. Das habe ich nicht gehabt, weil es ist noch Mittag war. Ja, normalerweise trinke ich nicht unbedingt am Mittag. Ah, dann trinke ich immer eine Flasche Wein. Ja, okay. Also, jetzt haben wir gerade so Witz vom Tag gehört. Hey, Siri! Shiri. Siri, scheiße, jetzt habe ich. Es ist wahrscheinlich gerade bei ganz vielen irgendetwas abgegangen. Sorry. Ja, und jetzt nachher bei Inter. Hey, Shiri! Ich kann Shiri nicht finden. Hey, nein, polnisch-italienische Produktion vom polnischen Regisseur Jerzy Skolimowski. Wahrscheinlich wird das einigermaßen in die Richtung ausgesprochen. Und er ist 85, der Mann. Crazy. Und hat schon mega viel Film gemacht. Und nach dem Film habe ich mal etwas vom ersten Mal gemacht, schon mal schauen, was das für andere Filme sind. Und fuck, ich muss meine Watchlist brutal ergänzen um den Mann. Also mit 85 so einen Film raushauen, ist der Wahnsinn. Ich habe ihn geliebt. Es geht um einen Esel, der in der aktuellen Zeit mehr oder weniger, wo aus einem Zirkus tut, also durch Umweg, tut ausbrechen. Und dann geht man einfach mit dem Esel, das ist übrigens nicht irgendwie Animationsesel, irgend so etwas, dass man nicht richtig versteht, das ist ein Realfilm. Man geht mit einem echten Esel mit und was der dann so unterwegs für Menschen antrifft. Menschen, die es gut meinen mit ihm, Menschen, die es alles andere gut meinen mit ihm. Vor 2 Wochen hast du aber auch erzählt, da kommt neu raus. Richtig, ganz genau. Und wow, was soll ich sagen, hey, der Film hat mich fertig gemacht. Ich will nicht spoilern oder so. Weißt du, sagen, oh, er stirbt am Schluss oder er lebt oder irgend sonst so etwas. Aber für die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, bei I Am Legend alle am Heulen sind wegen dem Hund dort, hey, zieh doch mal das rein. Das ist der Real Deal. Schlimmer, wie Nummer 5 lebt. Ja, schon, weil es ist ein fucking Esel. Ja, nein, und das Esel erlebt wirklich eine schöne, bei I Am Legend ist es natürlich, dass der Falsche getroffen hat. Ach. Wieso? Der Hund ist viel sympathischer als der Will Smith. Ja, der schlägt ja keine Leute grundlos. Also. Na, furchtbar. Hey, der Film ist wahnsinnig fantastisch erzählt. Also er wirklich, der hat Aufnahmen und wirklich Ideen, Kamerafahrten und Ideen und so.
ich bin durchgefallen. Es ist wahnsinnig geil. Hat er noch schon ein Titelbild, wo klar ist, dass dich das gerade sofort interessiert? Das ist richtig. Also klar, wenn ein Esel drauf ist, das ist wie wenn ein Haifisch drauf ist. Oder ein Krokodil. Oder, ja, man kann es langsam einfach ergänzen. Wenn ein Tier drauf ist, bin ich interessiert. Nein, aber hört mal auf Menschen, auf die Plakate schmieren, mach ein Tier drauf. Ey, er ist wirklich, er ist ultra modern und cool gedreht, lässig, ultra unterhaltsam, aber auch wirklich traurig, ehrlich, brutal, herzlich, schön. Für mich wirklich ein Film, den man eigentlich so in den Schulalltag aufnehmen im Stile von das sollte man einmal den Kindern zeigen. Die hier im Salami-Brötli jeden Tag kommen. Weißt du, was ich meine? Oder Jugendlichen. Und ich will so nicht so irgendetwas aufrufen, nicht falsch verstehen. Fressen, was sie wollen. Salami sind ja schon seit Ewigkeiten nicht aus Esel. Ja. Gibt es immer noch. Mal. Das ist richtig, mal. Das ist dann aber die Spezialität und die richtig teuren und die findest du fast nicht mehr. Ja. Macht es nicht besser. Ja. Also ist allgemein alles scheiße, wenn es um Tier geht mit Essen. Aber das ist mein Thema. Ey, mir hat er wirklich unheimlich geflasht. Auch für Leute übrigens, die nicht so drauf sind wie ich. Also, ich mache Wette, jeder Zweite, der da rausgelaufen ist nach dem Film, ist nachher in McDonald's gegangen oder so, keine Ahnung. Aber ey, er ist aber wirklich... nicht gerade einen Eselsalami bestellen beim Metzger. Nein, das glaube ich nicht. Eben. Nein, aber ey, er ist wirklich, wirklich gut. Er ist berauschend schon fast. Okay. Wow. Also, puh. Ja, oder die Waldfee? Ist zwar 2022, dementsprechend kann er nicht in meine Liste vom 2023 von den besten Filmen am Ende des Jahres reinrutschen. Ansonsten würde das garantiert. Es kann man auch 4,5 von 5 Sternen. Es kommen ja sicher noch ein paar gute Filme. Ey, ich habe nur einen halben Stern Abzug gegeben wegen etwas. Zwei Esel. Nein, Wiederschauwert. Ja. Ah, ja, gut, das ist ein Fokus. Weil das ist ein Film, den will ich ja so wirklich. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell wieder schauen werde. Und hat mich einfach zu sehr berührt. Ich war wirklich ein trauriger Prinz gesehen. Ah, nein. Jo, ist er sich das Esel-Lut? Ja. Nein, also die Hauptfigur, eben der Esel, der heisst Io. Ah, das ist Io. Ja, der heisst Io. Aber ja. Also ist natürlich sicher ein Spiel auf das, oder? Ich meine, denke, die italienischen Esel machen nicht IA, sondern IO. Nein, er ist tatsächlich ein polnischer Esel. Er fährt polnische. In Polen an und endet mehr oder weniger in Italien. Ja. Nein, cooler Film. Hey, also wenn ihr noch Chance habt, dann schauen. Und eben nicht nur für die, die einfach wegen der Botschaft irgendwie geflasht könnten sein, sondern einfach die, die auf geile Kameraarbeit und Technik und auch Szenen vertragen, die nicht verstehen wirst. Die dir so viele Möglichkeiten geben, um selber dir ein Bild zu machen. Warum hat er diese Szene gemacht? Das ist Wahnsinn. Also ich bin immer noch am Studieren. Gut, das ist erst ein paar Stunden her, aber gleich. Toller Film. Okay. Jo! Genau, ich habe, wenn wir schon bei Esel sind, weißes Rauschen geschaut. Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Letzte Woche haben wir darüber geredet. Oh ja. Ist gut zugelassen, hä? Ja. Toller Typ. Ja, gesehen, Driver, ja, da schaue ich mal rein. Und ja, nicht jeder Film, der macht, muss gut sein, habe ich gerade gemerkt. Ja, es ist natürlich so, ich weiß nicht, was ihr erzählt habt darüber. Also, es war ein Selbstgespräch, ich habe ihn nicht geschaut. Also, ist nicht gewechselt. Nein, nicht nur der Alex. André hat ihn schon gesehen, oder? Ich meine. Oh, da haben wir gar nicht drüber geredet. Wir haben drüber geredet. Weil ich habe noch gesagt, ich habe den Trailer angeschaut und du hast mir dann gesagt, ja, schau nicht, dir wird rein gefallen. Das stimmt, ja. Also, das behaupte ich jetzt einfach. Das gleicht dir sofort. Ja. Also, Adam Driver ist Familienvater, ist Professor an einer Schule für. Was macht er genau? Das habe ich gerade wieder Germanistik, aber es ist eben nicht so. Zeit gab es so quasi Geschichtsunterricht, ist schon recht professionell im Hitler, also Weltkriegsgeschichte, Zweite Weltkrieg, meinte ich, mit Hitler und alles. Jedenfalls gibt es eine Katastrophe und damals gab es seine Familie halt so beschützen, Sicherheit bringen etc. Und das Ganze mischt sich dann eigentlich so ein bisschen mit seinen Grundängsten etc. Also ich bin auch zum Teil verwirrt gesehen. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Wahrscheinlich war das auch der Grund, wieso er eher so ein bisschen abgeneigt war von dem Film, obwohl wahrscheinlich gar nicht mal schlecht sein muss. Aber es ist einfach, der hat mich nicht bekommen. Ich habe so einen Sci-Fi-Film erwartet. Aber es ist wirklich gut, mehrheitlich um ja, Familie, Emotionen etc. Und sehr viel Blabla, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, ja, er ist halt einfach einmal mehr so ein Beispiel von Netflix bringt einen Film raus. Mhm. Und sagt mir so, ja, macht doch Leute, wenn der 3 Stunden oder 5 oder 6 geht, das ist okay. Ich meine, bleiben Leute länger dran. Also da, das habe ich ja das letzte Mal gesagt, oder? Mehr Mut zum Schnitt. Das hat dann wirklich gut da. Ja. Und vor allem für mich ist es wirklich ein Film gewesen. Ich habe durchaus, also was hast du für eine Bewertung gegeben? 5 Sterne? Ich hatte gar nicht große Bewertung. Nein, das ist nicht groß bewertet, das ist gar nicht bewertet. Ich schaue nämlich gerade unseren Letterboxd-Account an. Ja, der Hill hat aber gesagt, die Filme, die er einmal für Rückblick bringt, die tut er eben, um uns zu überraschen, vorher nicht bewerten. Ja, ja, gut, aber dann hat er ja gleich gesehen, dass ihn jemand von uns schon gesehen hat. Und wenn ich es mal reingüchselt hätte. Nein, ist schon das gut. Macht das auch immer bewusst nicht, weil ich habe immer Angst, wenn ich reinschaue und ich sehe jetzt, oh, der Alex hat den Film bewertet. Dann muss ich gar nicht erst schauen. Wieso nicht? Ich fände es mega cool, wenn wir öfters über den gleichen Film reden. Also so? Nach dem Lügen dann, ja, vielleicht. Aber ist halb so schlimm. Ja. Gut, es ist so auch für mich so ein Kriterium, wenn ich jetzt gar nicht weiss, was schauen und ich dann irgendwie mal so eine kleine Auswahl zusammen habe, gerade so Amazon Prime ist ja da immer so etwas, wo du schnell 1000 Sachen zusammen hast, yep, noch nie davon gehört hast, dann schaue ich wirklich ab und zu mal vorher, hat der schon irgendeinen von uns bewertet? Okay. Aber halt bei älteren Filmen. Ja, ja. So, oder, ah, Moment, das sieht aus, als hätte er keinen von uns gesehen. Und dann entscheide ich mit dem, ah, wirklich? Dass der wirklich noch keinen von uns geschaut hat, um es ein bisschen zu komplettieren. Hey, das mache ich, also ich schaue eigentlich gar nicht, was ihr schaut, das ist mir eigentlich gleich. Also, nicht falsch verstehen, ich finde es toll, wenn ihr etwas schaut, gut, aber ich schaue einfach, was ich Lust drauf habe oder ja, was ich finde, was wichtig ist für gut, jetzt eben, den aktuellen eben, Film. Wenn du so 3 Filme hast und du kannst jetzt nicht entscheiden, ist das zum Beispiel noch ein Kriterium für mich. Gar nicht schlecht, finde ich cool. Ich habe eben Angst, immer zu schauen, so hat jetzt jemand gesehen, weil wie gesagt, wenn jemand da geschaut hat und eine schlechte Bewertung gibt, ist immer so... Oh. Voreingenommen, ja. Und vor allem, wir kennen natürlich uns, also uns drei, wir kennen uns gegenseitig so weit, dass wir wissen, wer was ein bisschen mehr Wert legt und weniger Wert legt. Mhm. Und dementsprechend auch ein bisschen, okay, wenn der schlecht bewertet ist, von allem, dann ist eigentlich klar, okay, das und das kommt wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Oder, also weißt du, was ich meine? Das kann man, glaube ich, schon oft ein bisschen rauslesen, wenn man sich so ein bisschen kennt. Ein Stück weit, ja. Aber ich glaube, jetzt beim weißen Rauschen ist es auch, es ist, also es ist auch da ein Dramakomödie und es hat schon recht viele Szenen, die jetzt ins Komödie reingeht, auf dem Ernsten. Ja, ja. Ich denke, es ist gerade eine Szene, wo er so ein Battle macht in der Schule. Und so eine halbe Theaterführung macht. Mhm. Ich glaube, ich habe selber einfach mir mit dieser Mischung, egal was, mit Komödie. Okay. Also, sei das jetzt ein Drama wie hier mit Komödie oder sei das jetzt Action und Komödie, was mir eigentlich gar nicht geht. Mhm. Aber ich glaube, das hat mal. Es ist, ich weiß nicht, welcher Film es gegangen ist. Es gab darum. Eben darum gegangen, so, oh, der gefällt mir allen. Und der hat den Hook von innen gedruckt. Action-Kult, lieber Grüß. Genau, hat er gesagt, Action-Komödie, das müsste liegen. Weil sonst ist es so. Und ich glaube, das ist also, wenn es dir nicht liegt, so mit Komödie, die Mischung, dann ist es, ja, wie jetzt jemand sagt, ich lüge nicht gerne Doku und lüge die Doku und finde sie scheiße. Klar, weil wenn du keine Doku lügst, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so, die Komödie ist für mich so das, was vielleicht auch... Ja, also ich glaube, Noah Baumbach ist ja so, das ist eben ein ähnlicher, also nicht ähnlich vom Wirken her, aber auch so ein Regisseur wie Wes Anderson oder so, entweder mag man es oder man mag es halt nicht. Es gibt so Regisseure, die haben einfach so ein bisschen einen klassischen Stil, oder? Und der zieht sich immer weiter und wenn der eine nicht gefällt, hat der nächste nicht unbedingt. Ja. Gibt es viele Beispiele? Absolut. Nolan bei mir, mit ihrer Rob Zombie. Ja. Dann vielleicht Nolan ist aber schon ein bisschen vielseitiger als die anderen genannten, würde ich mal behaupten. Ja. Jetzt geht es wieder von vorne. Sorry. Im Anderson und Baumbach würde ich sagen, ist der Fokus einfach ganz anders. Das sowieso, ja. Ja, also dann Kevin Smith, wo viele entweder lieben oder wirklich nicht mögen. Ja. Ist auch so ein Beispiel. Ja, das ist richtig. Ja, hey. So es kurz machen, also du bist nicht so begeistert. Ich auch nicht, also das war so ein Film, ich habe eigentlich gut bewertet. Aber das ist so ein typischer Film, ich bewerte gut, weil eigentlich macht er vieles richtig. Er flasht mich persönlich einfach nicht. Ja. Und das ist der Unterschied. Aber, ich habe es dort schon gesagt und ich sage es wieder und ich hoffe, du bist einverstanden. Der Abschluss, also eigentlich der Abspann, der ist fantastisch, oder? Ich muss überlegen, Abspann? Alter, hast du das gar nicht gesehen? Der Abspann, wo Namen und alles kommt. Ja, das Problem ist, oft
Alter. Abspann bei Netflix, da kommt Nein, da kommt extra nicht der nächste Film oder irgend so etwas, weil eben der Abspann ein eigener kleiner Film fast ist. Dann muss ich euch abgeschlagen. Okay, gut, schade. Ja, no. Vielleicht hey, hört ihr das an? Das ist so geil. Unser Stuntstudio, das sie dann eben dran gebaut haben. Also ein Stuntstudio von unseren Nachbarn. Wir haben ja, dann, natürlich. Wir haben dann nebenbei ein Tanzstudio gemacht. Noch nicht. Es wäre so lustig. So, aber das ist auf jeden Fall jetzt offen. Und wir haben vorher geschaut, ich glaube, jetzt ist Ballettstunde für Teenager oder so. Richtig. Und das hört man jetzt schön neben dran. So. Also wir haben nicht bei der Ballettstunde reingeschaut. Wir haben auf das Timetable geschaut, was wenn dran ist. Richtig. Also, aber wir sind ja froh, dass das nicht irgendwie Hip-Hop- oder Eurodance-Tanzkurs ist. Absolut. Das Ballett schreien Kind und kotzen nur. Also. Aber man hört es ja nicht in den Aufnahmen, gehe ich mal davon aus. Und wenn, dann. Ja, stellt mir vor, wir hätten ein Tanzstudio irgendwie Kurs gegeben, tanzen ohne Bier verschütten. Das kann ich nicht. Ich verschütte immer. Dann ist Zeit für eine Tanzstunde. Ich kann mich einschreiben. Weiter geht's. Okay. Oder? Genau, weißes Rauschen, jetzt Four Rooms. Ja, ich habe mal wieder Four Rooms geschaut. Geil. Ja, habe ewig vor, kann man wieder Four Rooms schauen. Hat das irgendwie gerade gepasst, jetzt habe ich mal wieder Four Rooms geschaut. Streamen kannst du den, glaube ich, immer noch nie. Ich habe den einmal. Ah, gut, Rakuten TV sollte gerade drauf sein. Ich habe natürlich noch seit Ewigkeiten meine DVD daheim. Wo mittlerweile auf meinem aktuellen Fernseher leider furchtbar aussieht. Ah, wirklich? Ja, ist wirklich schlimm. Ah, scheiße. Ja, nein, und dann einfach gemerkt, der Film ist ja wirklich Kult und mit diesen verschiedenen Geschichten, die da erzählt werden, ich habe ihn ein bisschen besser in Erinnerung gehabt. Mhm. Mhm. Vor allem auch von den unterschiedlichen. Ja, es ist eine Geschmackssache. Aber mir gefallen jetzt wirklich bei weitem nicht alle Geschichten gleich gut. Also so die erste mit den Hexen habe ich recht cool gefunden und die letzte halt mit dem Tarantino, die ist natürlich auch super, aber ja. Jetzt die mit dem Antonio Banderas und seinen Göfis, die ist mega nervig gewesen. So lange her. Und auch die mit dem Gangster, wo ach, ja, eben, mir auch sehr lange her gesehen, ich habe ihn ein bisschen besser in Erinnerung gehabt und trotzdem ist es ein sehenswerter Film, den man auf jeden Fall zum Filmlexikon komplettieren muss. Ja, ich wollte auch schon lange wieder mal schauen. Ich weiss einfach immer, wenn ich an diesen Film denke, kommt bei mir immer der Elephant Walk Song vor in den Kopf. Es läuft doch immer, wenn der große Schuh läuft. Oder? Ist das der? Ich mein's. Oder habe ich das falsch im Kopf? In meinem Kopf, also eben wie gesagt, gell, ich habe den wahrscheinlich seit Ende 90er nicht mehr gesehen. Ja. Also das ist wirklich crazy, ja. Elephant Walk. Das ist so alt. Das kenne ich nur von Simpsons, wo der Humor doch Maskottchen war von der Baseballmannschaft. Kommt das dort? Also, oder Baby Elephant Walk hat es geheißen. Oder Baby Elephant Walk, also, das war's ja. Hast, das ist der Song gewesen. Und der hat dann immer zu dem seine Faxen gemacht. Okay. Ah, doch. Ja, doch. Das klingt jetzt bei mir. Uralt aber, ja. Ja, vor Rose eben. Hey, das kann ich fast nicht beurteilen. Das ist wirklich, das war wie so eine, fast schon wie eine Neusichtung, wo ich immer wieder sage, ah ja, stimmt. Dementsprechend. Ja, das kann sein, ja. Hill, hast du den mal gesehen? Nein. Ich habe es gerade angeschaut und gedacht so. Ich würde mich aber deine Meinung sehr wundern an dem Fall. Das ist. Wie das Bike gesagt, ein Kultfilm und muss auch mehr vorbeikullert sein. Ja, es ist halt auch, weil Leute wie Tarantino oder Robert Rodriguez jeweils eine Episode inszenieren. Ich würde ja gerne sagen, sagt mir was, aber jetzt. Sagt gar nicht? Gar nicht, nicht einmal eine Szene, wenn ich so irgendwas auf Bilder. Madonna! Ja, die Drohne, die sehen wir immer wieder mal nehmen, aber. Ja, das ist wahr. Ja. Haben das sie mal letztens so gesehen? Hey, nein, also mittlerweile, ey, es ist ja wirklich. Also, ja. Also kommt davor, meinst du, auf die Macht oder Ungemacht? Bewahre die Frau vor sich selber. Es ist wirklich. Ohne Witz, ey, also da müssen wir mal einen Vormund kommen. Ist ihre Tochter nicht genug, also, um sie irgendwie mal als Vormund. Ja. Es ist wirklich, es tut mir richtig leid. Ihr Vater hat doch jetzt Zeit. Stimmt, das sucht wieder jemand. Ja, der hat doch Erfahrung. Ja, und der hat seine Tochter toll aufpäppelt. Gut, machen wir weiter. Ja. Scheiße, du. Schlimmer kann es nicht werden. Nein. Also, Four Rooms. Forums, genau. Und dann haben wir da Death Sentence. Hä? Ah, Death Sentence. Okay. Jo. Was habe ich gesagt? Irgendwie Death Sentence.
keine Ahnung, was das ist. Habe ich gehört, ja. Ist falsch geschrieben gewesen, habe ich gesehen. Hat das geschickt? Nicht das falsch geschrieben? Wahrscheinlich nicht, nein. Naja, kann schon sein, hey. Also, nein, ist geil, bitte, du mich korrigieren, wenn ich einen Scheiß mache. Hm. Ich brauche es. Ja, okay. Wenn es falsch geschrieben hat, hat es zusammen. Das stimmt. Nein, Death Sentence aus dem 2007 von James Wan. Mein James Wan kennen wir ja hauptsächlich von seinen Horrorfilmen. Oder? Kann man, glaube ich, schon so sagen. Sicher mit Abstand bekannteste natürlich das ganze Conjuring und so Franchisen, oder? Mhm. Malignant letztes Jahr? Schon letztes Jahr gesehen? Oder? Auch so ein kleiner Film, aber überraschend. Aquaman, cool, ich habe gar nicht gewusst, dass der Regie geführt hat bei Aquaman. Moll, richtig, ja. Also er hat wirklich einiges gemacht, oder? Und er wirklich gilt ja so wirklich so als einer von den angesagtesten Typen in Hollywood. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Auf jeden Fall, und der Film aus dem 2007, oder? Da ist eben unser geliebter Kollege André so Fan und wir haben eben am Sonntag oben, Sonntagnachmittag oben, haben wieder mal einen Filmtag gemacht, haben drei Filme geschaut und das ist eben einer von diesen Filmen gesehen. Und er ist eben ein grosser Fan von diesem Film und ich wollte auch unbedingt schauen, weil hey, Hauptrolle Kevin fucking Bacon, oder? Ich meine, ja, enough said, oder? Schau immer. Ja. Und ja, es ist, John Goodman macht noch mit, Kelly Preston und so weiter und so fort. Der Lee Whannell, den ich immer gemeint habe, es ist so peinlich. Ich so, wo ist eigentlich der Lee Whannell? Ja, der ist doch bei der Bösen. Ich so, hä? Hast du nicht gesehen? Ich so, dort. Das ist ja nicht der Lee Whannell. Und jetzt ist es so, wie heisst der Dude von The Conjuring? Also, die Hauptrolle? Ja. Auch, Scott Patrick Roberts, irgendwie so etwas, oder? Ich suche es gerade raus. Dankeschön. Auf jeden Fall, ich habe immer gemeint, der Lee Whannell ist der Patrick Wilson, heisst er. Ist mir gleich mal ganz hingekommen. So, ich habe immer gemeint, der Patrick Wilson ist der Lee Whannell. Aber es ist gar nicht der Lee Whannell, weil der Patrick Wilson ist der Patrick Wilson. Ich habe die einfach immer komplett verwechselt. Ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich wollte es einfach erwähnen. So, um was geht es? Es ist ein sehr, sehr, sehr klassischer Rache-Thriller. Durchschnittstyp, eben Kevin Bacon, oder? Sohn stirbt bei einem tragischen Unfall von einer Bande verursacht und er sind auf Rache und geht will die Bande aufs Korn nehmen. So. Hey, und der Film ist wirklich ein paar coole Momente drin. Wie man es von James Wan wahrscheinlich könnte erwarten, auch ein paar recht blutige Momente drin, die wirklich Spass machen. Also es sind auch gute Effekte, kann man wirklich sagen. Aber, und das müssen wir halt leider auch ein bisschen sagen, es ist halt wirklich ein Rache-Thriller nach Schema F. Also wirklich alles, was man immer in diesen Rache-Thriller, und da gibt es ja 100 Millionen Fang, oder? Ja. Kennt, ist immer ein bisschen das gleiche Prozedere, oder? Man sieht, der Typ ist meistens ein Nobody. Oder ein Normalo. Ja, also ist für mich das Gleiche. Halt einfach im Leben. Mein genau, und er hat einfach eine liebevolle Familienzeuge und dann passiert halt irgendetwas und er sind dann auf Rache und wird über sich drüber hinauswachsen und dann kommt nochmal etwas, dann zieht es nochmal tiefer ab und dann wird er erst recht zum Berserker. Und ich mich immer frage, wow, wie so schnell so ein, keine Ahnung, so ein Bürogummi, wie der plötzlich so schnell kann mit Waffen umgehen wie ein Grosser und kämpfen. Ja, genau, also er kennt nichts. Aber hey, macht Spass. Es ist okay. Für Fans von derartigen Thriller sicher eine Sehempfehlung. Für die, die jetzt sagen, ja, ich schaue jetzt nicht so häufig Rache-Thriller. Aber hey, empfehlen wir mal einen, wäre das sicher nicht der erste, den ich nennen würde. Nein, nicht der zweite oder dritte. Ja. Aber für Fans vom Genre, absolute Sehempfehlung. Genau. Und hey, und Kevin Bacon ist ein Haben natürlich. Er ist einfach cool. Und hey, John Goodman natürlich auch. Auch wenn man ihn für meinen Geschmack noch viel zu wenig sieht. Ich meine, John Goodman könnte für mich einfach per se immer die Hauptrolle sein. Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach zu cool für die Welt. Auch wenn er in einer der dümmeren Szenen schlussendlich dann dort ist, wo der Fox so, Moment, das macht es aber irgendwie nicht so viel Sinn. Angeblich schon, ich habe es noch nicht geschnallt. Aber was weiß ich. War gut. Kennen die beide nicht in dem Fall? Nein. Ah, okay, also, gut. Auch schon gehört. Aber. Könnt ihr dir, das sollte jetzt etwas sein, wo einem Spike wieder gefällt? Habe ich das Gefühl. Das ist wieder so eher ein Spike-Film. Ja, könnte sein, ja. Ich habe ihn eben auch schon gerade im Kontext gehört von einem Film, den ich erst gerade geschaut habe, den wir heute aber nicht besprechen. Oh, Spannung wird erhöht. Passt eben zu einer Folge, die wir demnächst.
Ah, ich weiss schon, was es geht in diesem Fall. In welche Richtung es geht. Ja, wir sind da ein kleine heimliche Feiss. Ja, hoffentlich. Wir haben nicht immer alles verraten. Nein. Ja, «Death Sentence» ist einer von diesen drei Filmen. Soll ich die anderen zwei schnell machen, damit wir ein bisschen durchkommen? Oder ist etwas anderes geplant? «Microwave» und «Sing» oder was? Ja, genau. Ja. Also, der nächste Film ist wieder einer gesehen, den wir beide nicht gesehen haben. Die nächsten beiden Filme. Und einer hat er ausgesucht und einer hat ich ausgesucht. Und was will ich sagen? Ich ziehe immer ein bisschen die Arschkarte. Es tut mir langsam wirklich leid. Ich mich auch hier ganz hochoffiziell entschuldigen. Die Filme, die ich aussuche und ich auch nicht sehe, die sind immer richtig schlecht. Und mich so schlecht, dass es nur noch nicht mehr tragisch ist. Aber er hat Glück gehabt. Er hat nämlich «Microwave Massacre» ausgesucht. Aus dem Jahr 79. Ist zwar erst irgendwie 83 ins Kino gekommen, tatsächlich. von Wayne Berwick. Der hat nicht wahnsinnig viel mehr sonst gemacht, außer jeden Film, den ich noch schauen werde. Hey, leck, ist das lustig. Was natürlich tönt nach einem Horrorfilm mit killenden Mikrowellen, ist es tatsächlich nicht so, sondern Mikrowellen werden benutzt, um töten die Menschen kochen. So weit kann ich verraten. Der Film, da geht doch alle Geschmack raus. Nein, das ist eben eine spezielle Mikrowelle. Es ist auch riesig. Die ist eben doppelt so groß wie eine. Also, doppelt so groß, locker wie ein irgendwie. Mensch am Stück. Backofen. Okay. Was? Mensch am Stück? Ja, also nicht böse ganz. Und Fuhldampf. Nicht einmal. Ei, ei, ei. Ich sag's euch. Einfach so ein richtiger Trash-Film, der es aber auch weiss. Weißt du, er probiert gar nicht das ernst zu sein. Ich würde den Film ja nicht Microwave Massacre nennen. Sind das wir mal ist, ehrlich. Ja, das ist. Ja, hey, aufpassen. Da gibt es ja andere Filme, wo du denkst, ich habe das sicher ernst gemeint. Nein, hey, aber der in keinster Weise und er ist ultra witzig. Also, das ist jetzt wirklich ein Film, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ein bisschen horroraffin ist. Nicht, dass der jetzt irgendwie extrem gory oder so wäre, gar nicht. Also, mal ein bisschen. Mal eine abtrennte Hand und so Zeug, weißt du, aber nichts schlimm, also weißt du, nichts tragisch in normalen Alltag. Richtig. Normalen Alltag auf der Notfallstelle, in Kanti. Nein, ey. Passiert in jeder Schreinerbude. Ultra witzige Figuren und der Humor ist wirklich gut. Also wirklich, die ersten 5 Minuten habe ich wirklich Tränen in den Augen verlacht, weil einfach Gag an Gag kommt, schnell hat sich ein bisschen abgeflacht. Aber dann sind immer wieder so gute Gags gekommen, dass du eigentlich am Ball bleibst. Ich sage nur schon, die Hauptfigur arbeitet auf dem Bau und hat zwei Kollegen. Einen, ja, halt ein Weißer und einen, ein Afroamerikaner. Hey, und die zwei, wenn du sie auf den ersten Blick siehst, denkst du, ja gut, Afroamerikaner, eben, Ende 70er, Anfang 80er, ist klar, wie der redet, oder? Und es ist genau umgekehrt. Der Weiße redet und tut wie der schwarze Gangster. Damals, weißt du, der Hippie-Gangster, sag ich mal, so der Disco-Stu-Typ. Und umgekehrt. Und der Schwarze nicht so mega übertrieben, eloquent und brav reden und sich auch so gern so. Und nur so Gags am Stück. Es ist wirklich. Also man hat wirklich gemerkt, man hat wirklich sich richtig Mühe gegeben. Die Hauptfigur schaut auch immer wieder einmal in die Kamera rein. Also durchbricht die vierte Wand und schaut die an und schaut so, was mache ich eigentlich jetzt? Weißt du, in diesem Stil. Und hey, es hat so viele Gags gehabt, wo ich wirklich. Ich bin verreckt. Also. Für mich eine kleine Empfehlung für die Leute, die eben gerne Horror, Trash haben und einfach mal wieder so eine Oben haben mit Jungs und die wollen, also so, oder auch Mädels, ist ja gleich, die einfach gerne so Filme haben und sie werden überrascht, weil die haben nicht viel gesehen. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Also ich meine jetzt nur auf, wo habe ich es gesehen? Auf Letterboxd zum Beispiel. Der hat kaum Ratings bekommen, also relativ wenig, weißt du, für das es ein alter Film ist und so. Und auf IMDb auch, also das ist jetzt nicht gerade der grosse Wurf. Von dem her kann ich sehr empfehlen. Microwave Massacre. Der ist irgendwie noch spannend. Ja, ey, ich wäre es lieber. Also das ist so etwas, können wir mal zusammen hier schauen. Ich hätte da Spass, da bin ich überzeugt. Okay. Ja, und dann hat jetzt geheißen, ja, Alex, jetzt kannst du einen Film aussuchen. Ich habe auch wieder mal so ins Klo gegriffen, das ist der Wahnsinn. Es tut mir nur leid. Und zwar habe ich mich für Things aus 1989 entschieden. Angeblich einer der kultigsten, schlechten Filme aller Zeiten. Wird oft auch als The Room vom Horror bezeichnet. Okay. Und was will ich sagen? Es ist eben nicht nur schlecht, es ist auch wirklich ultra langweilig. Also wir haben mit der Zeit alle 5 Minuten geschaut, wie lange geht das noch. Nein, wir kämpfen uns durch. Er ist... Ey, es ist so eine schlechte Bildqualität die ganze Zeit. Der Schnitzel.
Er kann natürlich nicht dafür. Er hat keine Gags funktioniert, der Gore funktioniert. Es ist ein Pein. Also ich finde das Bild eigentlich auch witzig. Sie sind so ein Black Metal mit einer Bohrmaschine. Wo gerade so für seine neue CD kam. Ja, also weißt, ab und zu habe ich schon müssen lachen. Weil halt einfach die Hälfte von den Gesprächen sind noch synchronisiert. Und das merkst du. Weil sie einfach am Set anscheinend nie die Schnur können halten. Die Hauptfigur, der hat anscheinend in Vertrag geschrieben, er macht mit, aber nur wenn er besoffen sein darf die ganze Zeit. Und die haben die ganze Zeit abgefüllt und das merkst du auch. Das ist einfach einer, der immer sturzbesoffen rumtorkelt. Ja. Aber er ist wirklich, er ist einfach nur anstrengend, langweilig. Und ich habe das eben in so einem, ich habe das schon mal erzählt, weißt du, von diesen Filmserien, weißt du, was ich über die 80er Horrorfilme so erzähle. Ja, ja. Und Chris Jericho, ein wahnsinnig geschätzter Wrestler von mir, einer meiner liebsten Wrestler of all time, der ist eben ein riesen Fan davon. Das ist einer der besten kanadischen Filme aller Zeiten. Und Chris, nein! Wo ist meine? Nein! Also, ohne Witz, ich habe wirklich mir überlegt, ich habe umgeschaut, ob ich irgendwelche Substanzen im Haus habe, damit ich das ertragen kann. Es ist wirklich schlimm. Also, nein, mach es nicht. Also, Things 89, pfui. Was irgendwie gerade passt, ich habe gerade ein Review gefunden von Ronny von der Cult Movie Gang. Wo er liebt ihn! Ja, der ein riesen Fan von The Room ist. Mhm. Aber er hat zugeschrieben, lies jetzt schnell vor. Der cineastische Fiebertraum. Besäuselt morgens um 2 Open Air im Wald. Unbezahlbar. Jetzt weißt du, was du falsch gemacht hast. Ja, wir sind in den Wald gegangen. Das ist ja. Nein, nein, also das kann nicht sein, dass er dann besser ist. Aber vielleicht hat er auch ein besseres Bild gehabt. Also es ist wirklich, weißt du, bei mir auf der Leinwand, ey, das hat ausgesehen. Aber das ist also wirklich wie ein Tetris-Spiel schon fast so pixelig. Also es ist wirklich wow. Das ist so eine 700 oder. Nein, nein, der hat 400 irgendetwas Pixel gehabt. Und das auf so einer 3 Meter irgendetwas Leinwand, das ist unerträglich. Du musst noch mal Gameboy-Bildschirm schauen. Ja, also, das hätte ich auf der Apple Watch schauen sollen, was mich da ertragen soll. Zensieren auf eine Briefmarkengröße, dann ist es gut. Und dann mit dem Feldstecher drauf. Nein, lassen Sie einfach. Things, Finger davon, bitte. Voilà, das sind die 3 Filme gesehen. In dem Fall. Schön gesehen. Gehen wir mal zu Deadwood. Ja. Deadwood. Hoffen wir steigern uns. Deadwood, der Movie, zu der 3 Staffeln umfassenden Serie Deadwood, um, ich muss aufhören Deadwood zu sagen, aber es geht halt um das kleine, aufstrebende Städtchen Deadwood in den USA. Wo ist denn das? In Deadwood, Missouri? Nein, South Dakota. Okay. Ist vor allem auch bekannt worden, weil das ist das Städtchen war, wo der Wild Bill Hickok erschossen worden ist. Das ist so bekannteste, wo dort passiert ist. Das weißt du uns nicht sagen. Bis auf das, dass noch Gold gefunden worden ist dort und durch das recht wirtschaftlich interessant war. Aber im Städtel noch mehr als Gold. Viele. Wir sind in San Francisco. Ist das so? Ja, gut, da gibt es so. Man hat es gemeint und der eine, es gibt so eine Geschichte vor allem, der hat eine Lade gehabt für Goldgrabausrüstung. Hat keinen Schwanz interessiert. Was hat er gemacht? Er ist einmal auf die Strasse gerannt mit einem Glas voll Gold gefunden. Ich habe Gold gefunden in den Bergen. Die Leute sind in die Lade gerannt, haben einen leer gekauft und sind irgendwo schaufeln. Und dann gefunden, ja, bis sie merken, es gibt kein Gold. Das habe ich alles so gedacht. Okay. Logo. Gut, also jetzt zu Deadwood. Der Film ist 10 Jahre nach dem Serienende rausgekommen. Das Serienende ist, glaube ich, relativ ungeplant gesehen, man hat es schon so halbwegs zu einem Ende gebracht, aber auch nicht ganz so richtig. Dementsprechend sind natürlich noch viele Charaktere auch rumgesehen, die man wieder hätte einsetzen können. Die sind auch, ich glaube, praktisch alle wieder mit dabei gewesen. Also ist es eigentlich ein Wiedersehen gewesen mit den alten Figuren, die man doch irgendwo entweder Liebe gelehrt hat oder Hassen gelehrt hat. Und genau den Mix hat dort, wo die immer gehabt. Das ist auch so, bei gewissen ist halt auch so ein bisschen, meinen sie es jetzt gut, meinen sie es schlecht, nur weil sie einfach nur an sich selber denken. Ja. Mal kommt es raus, mal kommt es raus. Ist halt auch wieder von der Kulisse her super gemacht. Kostüme passen sau gut. Von den Darstellern her gibt es ganz, ganz viel, was man kennt. Man hat nachher auch sehr viele Überschneidungen gehabt. Ich nehme an, weil es meinte ich Ende das gleiche Studio oder das gleiche Sender war, was produziert hat. Da bin ich nicht ganz sicher. Mit zum Beispiel Sons of Anarchy. Also viele Darsteller, die dann später dann bei Sons of Anarchy mitgespielt haben und in diversen anderen Serien. Ja, hey. Ist der, darf ich fragen, die Serie ist von wem bis wann? Weiss man das? Also weißt du das gerade? Nicht auswendig, aber ich
Warte, ich schaue schnell. Ich habe es gerade irgendwo offen gehabt. Ah, eben, bis 2006. 2004 bis 2006. Und der Film ist jetzt von 2019. Also ist ein riesen Sprung dazwischen. Aber es spielt 10 Jahre nachher. Ah, auch im Film. Also im Film spielt es 10 Jahre nachher. Sorry. Alright. Okay, nein, ich habe jetzt nur gerade gedacht, das ist crazy. Ja, dass du dann aber trotzdem alle Leute wieder zusammenkriegst. Das ist halt schon speziell. Das und dass es auch funktioniert noch. Weißt du, das ist ja immer vor mega groß. Nein, einfach, hat wirklich top funktioniert. Es hat einige Sachen noch zu einem Abschluss gebracht. Mhm. Ja, doch sogar eigentlich relativ viele Sachen zu einem Abschluss gebracht. Man hat auch eine alte Story aufgegriffen, die nicht ganz zu Ende erzählt worden ist. Mhm. Ja. Hat auch eine gute Kritik, also gute Bewertungen. Ist ein TV-Film gesehen, ja? Okay. Das ist sehr gut möglich, ja. Nein. Cool. Aber muss ich sagen, macht keinen Sinn, den Film zu schauen, wenn man die Serie nicht geschaut hat. Alright. Man kann es machen, aber ich bin fast sicher, dass es nicht funktioniert. Weil halt eben viele Storys noch von früher aufgegriffen werden. Man tut Rückblick zeigen und ein bisschen erklären, was passiert ist. Aber ich bin der Meinung, du kriegst zu wenig mit. Okay. Deadwood. Deadwood, der Film, kann man schauen. Also, wenn man die Serie geschaut hat, muss man ihn fast schauen. Kommt fast nicht anders. Aber sonst ohne die Serie würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ist fast schade. Ja, dann haben wir noch Krah. Krah, the Sea Monster. Krah. Wow, Jungs, ich lieb's. Ich bin ja wirklich bekannt dafür, dass ich immer wieder auch mal bewusst schlechte Filme schaue. Und auch hier ist es wieder eine absolute Trash-Perle. Allerdings jetzt aus 90 Jahren, vom 98 ist der. Da ist damals spaßeshalber, haben sie den rausbringen als direkte Konkurrent zum Roland Emmerich Godzilla. Aber haben sie eher so als Jux gemacht, weil ich sich nicht für den Film interessiert. Hey, eine kleine Trash-Perle. Das Monster sieht ein bisschen Kremlin-mässig aus. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber im Fall live dann nicht mehr. Live ist so typisch das alte, das Ungeheuer, also weißt du, so Blue Black Lagoon oder so wie das Viech. Hey, von Aaron Osborne. Unter anderem in einer kleinen Nebenrolle hat Alison Lohman, die kennt man als Hauptfigur von Drag Me to Hell. Ja. Oder hat auch die junge Sandra Bloom gespielt, in Big Fish zum Beispiel und Sticks und so weiter. Also, sie haben einige Sachen mitgespielt. Und die ist hier, das ist ihren ersten Film. Und hey, was will ich sagen? Es geht darum, eine außerirdische Monsterkraft, ein mega, mega Bösewicht, der aussieht wie der Skeletor von Mass of the Universe, ist unterwegs und sie hilft ein kleinwüchsiges Monster. Sagt sie, ja, was will der Planet ihm als nächstes übernehmen? Und dann sagt sie, ja, da, was heisst das? Ja, Erde. So. Und dann gibt es aber Gott sei Dank Space Patrol. Eine Ansammlung von Leuten, die aussehen, eine Mischung aus Power Rangers und Trekkies in schlechten Wish-Kostümen. Und die werden quasi beschützen. Und dann passiert Folgendes: Der böse Mega-Monster-Oberwicht Wannabe Skeletor schickt ein Kaiju-mäßig grosses Viech, also wieder Godzilla groß, eben das Monster, der Krah, auf die Erde, um alles zu zerstören. Und Space Patrol kommt nicht rechtzeitig dort runter, aber sie haben Gott sei Dank noch einen Abgesandten, der schnell genug in unserem Universum ist und kann retten. Und das ist der Majorg oder Maigor oder so heisst er. Und das ist einfach mehr oder weniger ein Schildkrottenpanzer und unten durch schaut so ein Hobgoblin-Typ führen. Und der wird von einer Dino-Wirtin und einem Rocco mit langen Haaren und so, wird er aufgefunden, weil er crasht dort alfmäßig durchs Dach. Und das einzige Problem ist, er redet nur Italienisch. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Viech redet einfach nur Italienisch. Dann haben wir mal gesagt, die ganze Tour gehen. Dann geben sie ihm ein Italienisch Buch und er liest das ganz schnell durch, wie das immer so Cyborgs oder so können. Und dann redet er plötzlich Englisch. Allerdings mit richtig italienischen Akzenten. Und so machen sie die 30 dann auf die Suche nach Waffen, um den Kaiju Krah zu besiegen. Der Kaiju Krah tut wirklich in gut alte Godzilla-Manier so Märklin-Landschaften kaputt schlagen und Zeug. Und du hörst die ganze Zeit Menschen schreien und Autos hupen. Aber es bewegt sich nicht in dieser Landschaft.
Hey, ich sag's mal so, ich liebe den Film. Ich werde ihn noch öfters schauen. Ich habe mir jetzt auch eine Special Edition Blu-ray probiere zu bestellen. Die ist gar nicht so einfach zu bekommen, weil anscheinend der Film nicht bei allen auf so grosses Liebe stoßt wie bei mir. Aber ich bin ein riesen Fan. Krah, The Sea Monster. Ich müsste unbedingt irgendwie ans Brugger gehen und ich hoffe, niemand zu der Kult-Movie-Gang hören, weil wenn die da schauen, dann schnappen sie uns da weg, weil der ist fantastisch. Kannst du nicht anders ausdrücken? Eine Perle, wie man sagt. Es ist wirklich eine kleine Perle. Allein, wenn einfach das Viech kommt, das Monsterle, und dann so denkst du, ja, was kommt jetzt, oder? Und dann redet er auch Italienisch. Ich bin am Sofa gehalten. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und er ist mega herzig und ein guter Dude. Er ist einfach hässlich wie Sau. Okay. Und natürlich kommt dann auch noch irgendwie NASA oder FBI oder so und wir haben dann natürlich einfangen. Und ey, es ist. Ey, der Film ist einfach von hinten bis vorne ein mega Blödsinn. Weiss es auch. Aber er hat so viel Herz. Und tatsächlich, also. Wenn man Godzilla-Film gegangen, also technisch auf einem ähnlichen Level, wenn er die Sachen kaputt macht. Allerdings sind die Filme halt aus den 50er Jahren und so, das müssen wir halt auch sehen. Aber es ist der Shit, ja. Du hast gerade so viele Argumente gesagt, die ich einfach sofort gesagt habe, ja, das ist ein Alex-Film. Ja, es ist alles was ich gerne Seemonster, ein Kleinwüchsiger, ein italienisch sprechender Schildkrötenpanzer. Ist logisch, klar. Das sind eigentlich wirklich so meine Go-To-Argumente, wenn ich einen Film schaue. Ja. Nicht unbedingt gerade so vorgeben, aber man weiss einfach, es passt. Ja, das ist absolut so, ja. Jo, welcher Jahrgang war das? 98. Ja. Gut, du hast gerade Godzilla erwähnt, da können wir gerade nachhängen. Da hast du noch zwei Stück gesehen. Ja, das ist richtig. Ich habe auf cd.ch habe ich Toho Special Edition Box bestellt. Da sind alle 12 Toho Godzillas drauf. Mhm. Also die von der Original japanischen Ding. Und dann habe ich halt das Original aus dem 54 von Michiro Honda geschaut und dann der zweite Teil aus dem 55 von Motoyosha Oda. Und es ist crazy, der Qualitätsunterschied hier schon. Also der erste ist wirklich, ich finde den immer noch grossartig. Mhm. Klar, hey, immer wenn solche Menschen kommen, ist immer ein bisschen heikel und so. Aber ich finde ihn toll gedreht und vor allem finde ich der Soundtrack, der Score, der ist absolut bombastisch. Ja. Also der Original Score von Godzilla ist grossartig. Sein Gebrüll sowieso. Ich freue mich bei jeder Blu-ray, die ich einlege, kommt das immer zuerst. Also du machst Blu-ray an ja. Und dann hörst du sie schreien. Und jedes Mal kriege ich gerade Gänsehaut. Ich liebe das Schreien. Jo, der erste müssen wir sehen. Der zweite, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der ist leider ziemlich lausig. Mhm. Der ist wirklich nicht sehr gut. Eigentlich die besten Szenen, die sind alte Szenen vom ersten Teil, die sie einfach wieder so benutzt haben, so wie in Rückblenden. Ja. Und ansonsten ist er wirklich langweilig. Und das, finde ich, passiert mir beim ersten Godzilla nicht. Den finde ich nie langweilig. Aber der zweite, der ist einfach langweilig. Ich kann es nicht anders sagen. Mega schade. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf die anderen 10, die ich noch zu schauen habe. Wo ich sicher alle schon mal gesehen habe als Kind. Aber ich bin wirklich, es macht so Laune. Aber weißt du, was auch so ein Scheiß ist? Ich habe meinen Blu-ray-Play und ich habe extra einen guten gekauft, weißt du, wo alles abspielen kann und schießen kann, habe ich gemeint, oder? Ja, Pausenkuchen. Dann mache ich die erste Blu-ray rein und kommt einfach kein Ton. Ich so, what the fuck ist jetzt los? Dann denke ich, ja gut, vielleicht ist Blu-ray defekt, kann ja sein. Ja. Die andere rein hier. Dann kommt am Anfang der Geschrei wieder und nachher kommt kein Ton. Hey, du musst den Blu-ray-Play und musst du anfangen auch. Also irgendwann gibt es nur Ingenieure und IT-Fützis auf dieser Welt. Du musst auch dort musst du noch so speziell einstellen, dass es die und die Spruchausgabe in der und der Abmischung und ja. So abspielt. Und dass das alles akzeptiert über HDMI und all das Zeug. Es ist wirklich anfangen richtig mies. Also es geht mittlerweile. Aber ich meinte, ich spinne. Ich habe das noch nie gehört. Also für mich ist ja. Ich gehe in Blu-ray rein, es ist angeschlossen an meinen Beamer. Aber ja. Bild, Ton, kommt und bam. Ist es eine europäische Version oder ist es Code A oder C oder irgendwas? Nein, es ist. Also, der zweite ist schon ein bisschen Code. Aber nein, sag ich, nein, es ist wirklich. Okay. Es okay. Ist. Ganz normal. Schräg. Aber ich hatte das schon einmal bei anderen Filmen. Ich muss mal testen, ob ich das mittlerweile gelöst das Problem. Also, du kannst so viele Einstellungen auch dort machen. Fangen. Also, ja. Wahnsinn. Ja, das ist mein Godzilla. Es ist schön, es macht Spass. Gojira. Gojira.
Ich sehe gerade, du hast noch einen Film geschaut, den ich mal letztens geschaut habe. Ja, genau. The Wonder. The Wonder, genau. Auf Netflix-Produktion. Ja. Mit Florence Pugh, von Sebastian Lelio. Und du hast mir den damals eigentlich recht schmackhaft gemacht. Natürlich auch ein bisschen, weil Florence Pugh, ich mag sie einfach mega. Ich glaube, wir alle sehen sie sehr gern. Mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich liegt es dann am Film, dass ich sie nicht so gerne sehe. Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber grundsätzlich, also ich finde sie eigentlich immer in allen Filmen wirklich grossartig. Mhm. Und auch da, ich habe gut gefunden, ich habe sehr. Du machst bei Dune 2 jetzt mit? Ja, ich weiß. Ich glaube, du hast schon gesagt, was du über den Film geredet hast. Das ist schon möglich. Ich erzähle vielen und weiss noch. Ja, also, ich meine, es geht ja einfach für die, die Folge nicht gehört haben, es geht ja einfach darum, es spielt halt vor ein paar hundert Jahren. Ich weiß nicht genau, welche Zeit. Irgendwo in Irland. In Irland, genau. 1859. Also, vor 200 Jahren. Jahre. Naja, passt ja. Also, alles richtig gesagt. Ein paar Guinness, ne? Auf jeden Fall wird eine Schwester geschickt nach Irland, eine englische Schwester. Also Schwester, nicht Schwester, also Krankenschwester, wird geschickt nach Irland, um ein Kind zu beobachten, zu schauen, dass es dem gut geht, weil das Kind isst seit Monaten nichts und lebt noch. Und es behaupten alle drumherum, das ist, weil Gott selber zu ihm schaut, also dem Kind. Nein, es ist Model. Hä? Aha. Monatelang nicht essen und... Jetzt hat es einen Atem, mal TikTok oder so. Auf jeden Fall. Es hat nur nicht so viel. Und jetzt geht es halt einfach darum, ist da wirklich ein Wunder dahinter oder ist das alles Scharlatanerie und so weiter und so fort. Und wenn ich es schön geschrieben habe, wenn ich finde, schön gedreht, aber etwas wenig Fleisch am Knochen. Nein, ganz ehrlich, ich habe ihn gut gefunden. Ich habe ihn gut ausgeleuchtet gefunden. Schauspieler ist top. Aber eben, wie gesagt, es passiert halt einfach nicht so wahnsinnig viel. Der hat jetzt auch. Das hätte fast schon ein Kurzfilm können sein. Aber eine Sexszene hat sich zu viel Leiter an. Stimmt, es gibt eine Sexszene. Das weisst du wieder. Du weisst amix Film nicht, den du gestern gesehen hast. Wie heute schon gemerkt. Aber du weisst ja, dass du den irgendwie letzten Januar hast du den gesehen. Dass der eine Sexszene gehabt hat. Ich habe überlegt, ist das Wahnsinn? Mal so einen Zusammenschnitt machen, so einfach mit allen Schmuddelszenen. Mit allen Schmutzeln, von was? Von allen Filmen? Ja, weißt du, Film und das alles. Gibt's ja schon. Das kannst du doch nie. Da bist du ja gar kein. Weißt du, wie lange das geht? Also, Hill, weißt du, was du brauchst? Denn? Weißt du, nur die guten paar Minuten. Ja, ja, schon klar. Trotzdem, weißt du, was du brauchst? Viel, Ja, sag's. Was? Geduld? Ganz viel Ulibier. Ja, red weiter. Ja, also ganz viel Ölbier. Natürlich, bei so einem Marathon macht dann auch der Arm ziemlich fest weh am Ende von oben, weil so viel Büchse Bier aufmachen geht eben schon in den Unterarm, Oberarm. Wenn es dann auch der klassische Uli-Tennisarm. Da musst du aufpassen, das kann eine Sehnenscheidenentzündung geben. Absolut. Das tut weh. Nein, ihr seid gemein. Wieso hast du eine Filmzusammenstellung versucht zu machen? So dumme Leute hier, also das ist schlimm. Ja. Ich hoffe, das klappt weiterhin, dass wir Uli Bier als Sponsor haben. Ich habe gehört, das ist auf der Traktantenliste. Ach so, ist das ja, der nächste ja, GV, oh. Oder wie? Nein, naja, wenn wir sitzen gehen. Aber meinst du, haben wir gute Chancen? Ich glaube schon, ja. So, liebe Mitarbeiter, Hilsi Podcast bringt nicht so viele neue Kunden. Wer hat noch einen Podcast? Ich meine... Niemand? Okay, Hill, kannst du weiterhin. Ich nehme nicht an, dass mein Chef möchte, dass wir die nächste Folge eröffnen mit einem... Wenn wir das... ...komischen anderen Bier... Von in Wirklichkeit trinken wir gar nie Uli. Mit dir nur so. Aber wir propagieren es immer. Mhm. Nein, das musst du mal überlegen. Dann trinken wir einfach nur noch Wein. Gibt es jede Folge? Es bist du Geschäftsführer von einer Firma, die mitarbeitet in einem Podcast. Mhm. Macht plötzlich dort ein Produkt von einer anderen Firma. Ich kenne ja Leute von anderen Bierfirmen. Also die Gefahr besteht. Nein. Zum Sponsoring von... Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, Uli Bier, aber die Gefahr besteht. Zum Sponsoring von Berliner Luft haben wir auch schon aufgerufen. Richtig? Ah, das ist auch geil. Wir müssen den Zuhörern auch sagen, es ist nicht so, dass wir battlen, sondern... Nein. Es wird uns beworben. Also, er möchte... Absolut. Ja. Und immerhin in der letzten Folge, das hat der André dort erwähnt, er hat Uli Bier durch uns kennengelernt.
Immerhin öpper, weil das gibt es im Aargau anscheinend gar nicht groß. Also wir machen auch, in der ganzen Schweiz machen wir Ölibier berühmt. Voilà. Hast du schon mal einen gewonnen? Dankeschön. Und ich weiss, Minimum was einen. André sonst auch trinkt, also als wie ein Loch. Ein Gonorrhoe. Ein Gonorrhoe? Ein Gonorrhoe. Ein Gonorrhoe. Okay, das müssen wir wieder rausschneiden. Er ist ein richtiger Gonorrhoe. Ein Connoisseur. Connoisseur. Ja, oh, wieder mal ein T-Shirt-Spruch gehen. Yes. Ja, nächstes Jahr, ich aber bin ein Gonorrhoe. Das kommt auf die Unterhosen-Kollektion. Obwohl. Aber hinten. Obwohl. Mit so einem eingefärbten Fleck. Aber wie wir ja jetzt wissen, wenn, dann ist der junge André gemeint. Bei Sandkasten-Themen. Das ist richtig. Ja. Ja, also da passt es fast wieder. Das ist richtig. Unbedingt reinhören, dass ich es noch nicht gehört habe. Ja. Haben wir noch einen Film? Sonst machen wir weiter mit den Serien, oder? Wir haben. Einer ist ein Kinofilm, genau. Da bin ich wieder. Benji of Inisherin. Genau, ja, der dritte Film, den ich im Kino schaue diese Woche, The Benjis of Inisherin. Ja, ein irischer Film von Martin McDonagh. Ich hoffe, das spricht richtig aus, weil ehrlich gesagt, ich würde so aussprechen, aber die Iren sprechen ja, und das habe ich in diesem Film wirklich schmerzlich gelernt. Dort steht irgendwie, also jetzt einfach ein bisschen steht irgendwie Claire, heisst sie. Und dann sagen sie einfach, hey, Knoblauchlehrer! Und dann denkst du auch so, what the fuck? Du hast eben 18 Buchstaben mehr aufgeteilt. Mhm. Egal. Du ja, also, McDonagh würden wir es jetzt aussprechen, vermutlich so. Donoghue oder so. McDonagh, hätte ich jetzt gesagt. Das tut eher schottisch. Ist zum Teil mit dem Gälischen auch noch. Ihr wisst auf jeden Fall, wer ich meine, das ist der von In Bruges oder In Brücke sehen und sterben. Free Billboards outside of Ebbing, Missouri. Unter anderem, also. Wirklich ein sehr, sehr guter Regisseur, ein sehr beliebter Regisseur. Also wirklich einer, der die Leute auch. Von den Regisseuren, die es geschafft hat, dass die Leute wegen ihm ins Kino gehen. Mhm. Er hat da mal seinen Lieblingscast eigentlich dabei: Colin Farrell und Brendan Gleeson. Und neu auch noch dabei: der Barry Keoghan, so heisst er wahrscheinlich. Wo ich ja absolut grossartig finde. Ich finde das so eine wahnsinnig spannender Schauspieler und hey, The Benjis, er spielt so ein bisschen so Bürgerkriegszeiten, also Anfang 19, also so Zweite Weltkriegszeit rum? Bürgerkrieg Nord- und Südirland? Nein, das ist viel später. Später? Ja. Es ist schon. Also, vielleicht schon ein bisschen angefangen, aber die Hochzeit wirklich mit so IRA ist. Schon 60, okay. 50, 60. Okay, also ja, optisch hätte ich jetzt eher 50 Uhr spätestens tippt. Aber ist schon. Die sind zum Teil industriell nicht so fortschrittlich. Ist ja völlig egal. Vieles noch schnell älter aus. Ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, die wohnen auf einer kleinen Insel vom Festland weg. Wo man zwar immer im Hintergrund immer wieder so Kämpfe sieht, so Explosionen und Schüsse hört und so. Und ja, er will eigentlich wie immer. Also die Figur von Colin Farrell wie immer seinen Kollegen abholen, um ins Pub gehen am 2 am Nachmittag. Gute Idee. Passiert? Er sagt mir einfach so, nein, ich komme nicht mit, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, ich mag dich nicht mehr, es ist vorbei. Das kann auch passieren, ja. Und das ist wahrscheinlich als, nein, wir gehen nicht ins Pub. Und es geht dann darum, warum mögen sie sich nicht mehr? Oder warum mag der andere ihn nicht mehr? Und das eskaliert komplett, so wie kann ich es auch mal wegnehmen. Mhm. Und hey, der ganze Film, ich glaube, wenn man ihn schaut, ist schon lässig. Du bist gut unterhalten, hat ein paar gute Sprüche drin, weißt du, so One-Liner auch oder so gute Reaktionen. Und einfach die zwei Typen, die haben einfach eine wahnsinnig gute Chemie. Das muss man einfach wirklich sagen. Bildtechnisch, also willst du gerade sofort in dem Moment willst du die Zeug packen und nach Irland gehen. Aber wirklich schön, schön, schön. Ah, wirklich? Ja, ich finde schon. Ich sage einfach, was auch noch crazy ist, oder was vielleicht ein bisschen mir fehlt, eben durch das, die ganze Sache mit Nord- und Südirland und so, die ganzen Kriege und wie das Ganze angefangen hat, das ist schon immer wieder ein Thema. Ich glaube, allgemein ist das Ganze, die Beziehung, die zwei haben, ist eigentlich so eine Metapher auf das. Mhm. So habe ich es verstanden zumindest. Mhm. Oder? Dass man nicht recht weiss, wer hat angefangen und warum und überhaupt, oder? Wie es oft ist in diesen Kriegsgeschichten in der Welt, oder? Aber ich gebe mich da zu wenig aus. Also da lehne ich wirklich weit zum Fenster. Und vor allem jetzt einfach eine Aussage zu Gott, und das ist die mit Abstand grossartigste Aussage, die ich seit Jahren gehört habe.
in diesem Film. Also so viel kann ich ja sagen, es ist ein Gespräch zwischen Colin Farrell und einem Pharao. Nein, stimmt gar nicht, im Brian Gleeson und einem Pharao. Und dann sagt er irgendwie so, ja eben, dass da ein Tier gestorben ist. Ich sage es nicht, was und was, warum. Und er sagt der Pharao so, also ist jetzt wirklich das Gefühl, das ist jetzt das Problem, als ob sich Gott darum kümmert, dass wegen dem einen Tier, dass das tot ist. Und dann sagt der Gleeson neben ihm, genau das ist das Problem mit Gott. Und das ist so gut übergebracht. Das ist so. Einfach, ey, mir jetzt, ich bin da so, yeah, baby, yeah. Und ein Esel, nicht, dass das jetzt miteinander zu tun hat, aber ein Esel wieder eine wichtige Rolle oder Nebenrolle. Schon wieder ein Eselfilm. Und hey, ich habe gerade vorher, es ist mir so aufgefallen, der Priest, ist der David Pierce, den kennen wir ja auch noch. Aha. Von Let the Wrong One In. Ah. Vom letzten Brucko. Ah, okay. Ich denke, ich könnte noch mal wieder erwähnen. Das Jahr ist wieder ein Brucko. Das ist absolut korrekt. Vom 26. bis 29. April. Kino Excelsior und Odeon. Yes. Yes. Einfach so. Ja, ich habe immer den Flyer nach mir, damit ich immer das Datum parat. Hey, alles gut, alles gut. Das geht manchem von den Organisatoren auch so, glaub mal. Hey, lieber vorbereiten als vergessen. Ja. Nein, ey, unbedingt ansaugen. Ey, es wird demnächst der erste Film wahrscheinlich released. Wir sind dran an absoluten, ich kann jetzt wirklich ohne zu bluffen, absoluten Bangers. Bis sogar, also wirklich nicht nur Schweiz Premiere, sondern Schweiz exklusive Film. Also es könnte wirklich crazy werden. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Ja. Aber es wird da shit. Ja. Wie immer. Genau. Sehr danke vielmals. Und Ende Monat am 28. Januar ist nochmal ein Double Feature. Mit euch können schnuppern. Es ist immer am Mittag, also am Samstagmittag, wo wir zwei Filme hintereinander schauen, die ein bisschen zusammenpassen. Das Mal haben wir die besten Superheldenfilme aller Zeiten rausgesucht. Batman hält die Welt in Atem vom 1966 mit Adam West. In einer grossartigen Batman-Performance, würde ich sagen. Also Nolan wird bleich, wenn er das sieht. Und Tim Burton, der fängt gerade erst an zu filmen. Und aber Joel Schumacher findet, so hätte ich es können. Das hat mir auch gefallen, ja, voll. Und nachher kommt noch Toxic Avenger, Trauma-Film in einer absoluten Spezial-Edition. Das wird der Shit. Das wird richtig lustig. Und für die, die den absolut bierenweichen Trailer schon gesehen haben davon, das ist wirklich ganz schlecht gemacht, die Trailer-Zusammenstellung von Brucko. Die habe ich geschnitten. Ja. Meine erste Schnittversuch. Ja. Aber jetzt zeige ich mir vielleicht. Hast du noch die SD-Karte mit der Schere geschnitten? Nein, das schon nicht. Nein, aber zurück zu The Banshees of Inisherin. Hey, schöner Film, toller Film. Ja. Ja, ich will gar nicht viel mehr sagen. Toller Film. Ist ja wegen dem Anfang. Es gibt die IAA, die in den 70er, 69, 70 nochmal gegründet wurde. Dann aber nicht die vom Bürgerkrieg, das ist 1920 rum, ist das der? Ja, ich glaube, es geht um die. Das würde mehr Sinn machen. Definitiv sogar. Okay. Haben oft Beef gehabt. Ja. Gut, hey, das natürlich auch das Ganze mit Großbritannien. Genau. Auch noch auch. Mit drauf. Und nochmal. Und so. Und. Ah, ja. Alle Probleme. Gut, jo. Serien, oder? Genau, schnell. Noch Serien. Ich denke, ich ein, Spider-Man, du hast zwei von du, Alex mit Last Chance You. Ja, das geht ja schnell. Habe ich schon mal erwähnt? Ein, zweimal. Ja. Ach sogar, also ja, gut. Ja. Ich habe es einfach durchgeschaut und für die, die es interessiert, Last Chance You, Basketball, zweite Staffel, sehr, sehr cool. Bedrückend auch wieder einmal mehr. Wobei jetzt eben Football, Last Chance You sind immer einiges härter, habe ich das Gefühl. Ja. Weil die Leute dort sind wirklich am Arsch. Wenn sie dort nicht ein Stipendium bekommen, sind wirklich. Und im Basketball ist immer das Gefühl, ja, es könnte noch eventuell in eine andere Richtung gehen. Mhm. Aber einmal mehr, sehr, sehr cool gemacht. Spielt halt auch in der Corona-Zeit, also in der Hochzeit noch, also nein, in der Sporten-Hochzeit. Und dementsprechend auch dort noch so ein, zwei spannende Sachen, wo man gang daran erinnert wird, weil das ja so eine tolle Zeit gewesen. Wahnsinnig. Ja, aber hey, macht Laune, ich lieb's. Last Chance You. Und einmal mehr, meine Hip-Hop-Playlist ist wieder brutal gefüllt worden. Mhm. Okay, dann. Das ist wirklich. Okay. Okay. Voilà. Gib mir noch beim Sport Heels. Heels habe ich letzte Woche erwähnt. Yes. Die Wrestling-Serie um zwei Brüder und eine kleine Wrestling-Promotion. Habe ich jetzt fertig geschaut, die erste Staffel. Ja, also wirklich, irgendwann bin ich nur noch am Suchten gewesen. Sind ja nur 8 Folgen. Und ja, sie fängt ein bisschen holprig an. Also gerade für Nicht-Wrestling-Fans. Braucht es vielleicht einen Moment, aber am Schluss geht es Schlag auf Schlag und
ich finde, es hat ein hure geiles Finale vor der Staffel. Wirklich, wirklich cool. Mhm. Ja. Was extrem zu der Serie passt, was auch gerade noch einmal mehr Bock auf Wrestling macht. Wirklich geil. Ja. Geht's weiter? Soviel ich weiß, geht's weiter. Das ist auch eine ganz aktuelle Serie. Ja, ja klar, aber weißt du, ist ein Schluss, wo theoretisch, wenn es nicht weitergeht, auch in Ordnung wäre? Oder ist es eine, wo du denkst, fuck. Nein, es würde gehen, dass man sie so abschließt, aber okay. Es wäre extrem schade. Ja, ja, klar, aber okay, nein, das ist schon also, mal sehr also beruhigend. Man bringt es einmal auf einen Höhepunkt. Mhm. Theoretisch könntest du den Höhepunkt zur Stolung. Aber es liegt einfach noch so viel mehr drin. Okay. Aber jetzt muss man halt auch kreativ sein und schauen, dass man das nicht verkackt. Das ist jetzt so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Okay. Ist schon ein bisschen mir, Hill. Hills, ja, ja. Was? Ja. Aber Mills. Ja, der Hills. Was? Hills? Ja, der Hills, hä? Hills? Ah, nicht Hills. Hills. Was? Nein. Ihre fertig Glück Wednesday. Ah. Schau jetzt. Schau wie herzig. Welcome to the family. Kannst du jetzt einen Tanz schon auf TikTok? Gibt es einen Tanz? Ja. Yeah. Alter, wo lebst du eigentlich? Ich merke es gerade, ich bin gerade so alt geworden. an dem Schulball, so wie sie dort tanzt hat. Ach so, da, das ist im so Internet so voll wie Aga. Ja, ja, alles ein bisschen, ja. Ja, ja, ja. Ja, weißt du, in unserem Alter merkt man, ja, das hat es schon früher noch und das ist alles klar. Und sag's. Ja. Wednesday, ja, also ich finde es jedenfalls, da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Detektiv. Wie beim Film, den ich angefangen habe. Mhm. Finde ich von der Geschichte sehr gut. Also ich finde es generell, ich habe es gut gefunden. Unterhaltsam, gute Mischung, ein bisschen Horror, ein bisschen Komödie, ein bisschen Crime, Detektivspiele. Mhm. Also eine gute Mischung gemacht, auch ein gutes Thema, so für die Story von ihr. So um die Addams Family auch. Mhm. Ich kann mich zuerst mal so wirklich daran gewöhnen, an der Ortega als Wednesday. Ah, was? Okay. Ich weiß irgendwie, also ich habe das Glück, mit der Freundin hat sich genau eingeschaltet und hat sie mitgeschaut. Oh, sie hat sich eingeschaltet? Das ist ja gefährlich. Nein, also ihr hat es auch gefallen. Ja, Watchpartys gibt es mittlerweile. Bei den meisten Streaming-Dienst. Sie hat eben gefunden, dass sie ist ja wirklich gehypt worden und alles in abgefahren. Aber ja. Ich finde, als Schauspielerin sehr gut. Als Charakter jetzt so die Wednesday, die ich kenne, von Frien und die ganze, ich sehe mir am Anfang, wie gesagt, ich musste daran gewöhnen. Es ist mir zu. Wie soll ich das sagen? Zu fest Porno gesehen irgendwie. Was? Es ist ein Schmollmond-Ding, es ist nicht so die Wednesday übrig. Porno? Ja, also du bist wieder scharf geworden? Nein, sie haben so viel Erotik ausgestrahlt für Wednesday. Gut, also der andere hat ja auch Aussagen gemacht. So. Ja, das stimmt. Ja. Und ich habe mich daran gewöhnen, aber es ist. Wie gesagt, ich habe sie nicht schlecht gefunden als Schauspielerin, sehr gut. Also ich habe auch googelt, wie alt Jenna Ortega ist. Sie ist 20, also darum... Ja, ich alles so okay, man darf. Erst dann macht man sich so Gedanken. Zuerst googeln, wie alt sie sind. Aber wichtig. Was ich sagen, mehr daran gewöhnen konnte, war Catherine und Gus Guzman als Ältere. Die haben für mich einfach so daneben geschossen für Ältere von der Wednesday. Für beide? Also, der Guzman habe ich jetzt schon öfters gehört. Ja, von mir, ja. Aber, nicht nur von dir, allgemein. Okay. Aber ich finde jetzt, also, Morticia, Catherine Zeta-Jones, finde ich super. Gar nicht. Sie ist mir zu klein, zu ungraziös irgendwie. Sie ist mir einfach vom Bild her, also wenn ich jetzt sie kenne als Figur. Aber du kennst sie auch nur, oder mehr oder weniger nur aus den alten Addams Family Filmen, oder? Weil ich habe letztens eine ganz interessante Sache gesehen, dass eben viele gemotzt haben über eben die Eltern, dass sie so oder? Aber wenn man die Comics anschaut und so, ist es mega gut getroffen. Und zwar beide, auch der Guzman, sind eigentlich in den Comics sehr gut und ähnlich aus. Also, ich habe mich gestaunt. Dann hat es ja noch die alte Schwarz-Weiß-Serie gegeben. Genau, die hat es auch gegeben. Das ist ja auch Morticia Addams, das ist eine Kultfigur sondergleichen. Also die Ausstrahlung, die dort ist auch springen. Angelica Houston, die ist ja, die steht auch über allem. Aber ich habe Jones wirklich. Sag mal ja. Also wenn sie in den Comics sind, die. Die sind irgendwie aus den 50er Jahren, glaube ich. 50er, 60er. Ja. Ja, 60er war, glaube ich, schon die Serie, meinte ich. Ist ja wirklich. Ah, das ist, glaube ich, relativ ähnliche Zeit gewesen. Aber jedem, also wirklich uralt. Und dann siehst du einfach alle Varianten
von ihm halt, oder? Von Papi Adams. Mhm. Und alle Varianten von der Morticia. Und dann habe ich müssen sagen, oh hoppla, ich revidiere. Ich finde Guzman gar nicht mehr so verkehrt. Also mir hat es eh nie gestört, weil, who the fuck cares? Also es ist ja auch nicht so wichtig, oder? Ja, er kommt auch wie... Also es ist wirklich, also wenn C nicht funktioniert hat, dann wäre das Problem. Dann wäre wirklich, wow, dann hättest du die Serie gerade in den Tonnen schweissen können. Ja, also ist klar. Nein, aber wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde sie auch sehr gut. Also ich freue mich jetzt auch für die zweite Staffel, die ja auch damals angekündigt. Richtig, offiziell auch. Jetzt auch offiziell. Ja, aber überall aktuell, auf Social Media und so weiter, da kommst du überall irgendwelche Links, so Wednesday, zweite Staffel, oder Wednesday allgemein, abgesetzt. Und also sehr zweifelhafte Quellen. Das ist, glaube ich, im Moment so Phishing-Zeugs und alles. Ja, ist es. Ja. Eben, einfach so als Warnung mal an alle. Das bekomme ich nicht. Interessant. Müssen wir mal unseren Browser-Verlauf vergleichen. Vielleicht würde das ein bisschen Aufschluss machen. Vielleicht sollte ich meinen Browser-Verlauf mal löschen. Das würde er allgemein sehr empfehlen. Nein, dann finde ich das Zeug ja nicht mehr. Wird doch vergesslich. Ja. Okay, Wednesday. Mhm. Wednesday. Haben wir noch am Schluss, da bin ich sehr gespannt. Kopenhagen Cowboys. Das habe ich gesehen. Yes. Ist glaube Netflix. Ja, ich bin darauf hingewiesen worden. Ja. Letzte Woche. Letzte Woche, genau. Ich habe einen Trailer gesehen und habe gedacht, the fuck. Nein, ich habe gewusst, dass eine Serie kommt. Nochmal eine, es gibt ja schon eine von Nicolas Winding Refn, einem Regisseur und Macher von Drive und Apocalyptico und Neon Demon und. Also ganz viele Filme. Und ich mag ja seinen Stil extrem. So. Und dann kommt einfach die Serie raus, wo es darum geht, und Mew, eigentlich eine Figur, die eigentlich wie als Glücksbringer zählt. Also wie ein übersinnliches Wesen, das sieht ganz normal aus, wo einfach nur so ein Glück bringen. Zum Beispiel, wenn jemand schwanger werden muss sie einfach dabei sein und dann wird sie schwanger. Oder, das ist eine gute Masche. Und so weiter und so fort. Also, ja, es ist wie eine Sagenfigur eigentlich, in Form von einer normalen Figur. Und die kommt. Die wird quasi ausgenutzt von einer albanischen Gangsterfamilie. Das Ganze spielt in Kopenhagen, also rund um Kopenhagen, in Dänemark halt. Und dann taucht sie eigentlich in das ganze Gangstermilieu ab. Und das ist schon mal etwas, was mir halt sehr gefällt. Weil Nicolas Winding Refn ist ja bekannt worden durch die Pusher-Trilogie, wo extrem realistisch, hart ist und in all dem Gangstermilieu rund um Kopenhagen spielt. Mhm. Amix hat so gewisse Momente, es hat sogar Schauspieler, die von beiden vorkommen. Aber dann hat er halt auch, gerade mit so Filmen wie Drive oder Only God Forgives, hat er einfach seine Liebe zu Astera Tubes, also so Neonlichter, hat ja völlig ins Absurdum getrieben. Und das kommt hier eben auch vor. Also wirklich, es hat Neonlicht in Situationen, wo es einfach kein Neonlicht geben kann. Also ich kann im Wald laufen, dass die Neonlicht rot und blau sie beleuchten. Also es ist wirklich völlig übertrieben, was ich in anderen Filmen schon bemängelt habe. Zum Beispiel Moloch vor ein paar Wochen in einer Folge. Wo ich gesagt habe, hey, sorry, das ist ja langweilig. Finde ich hier einfach geil. Nicolas Winding Refn, du Arschloch, hast es wieder geschafft. Ist es wirklich spannend? Nein, ich glaube nicht. Nein, das kann man nicht sagen. Ist es irgendwie etwas komplett anderes? Auch nicht. Aber was er halt wieder einmal, was er hier jetzt schafft, ist etwas, er tut dem Ganzen noch etwas dazugeben, was ich halt mega liebe. Reales Szenario mit etwas Übersinnlichem dazu. Mhm. Und das ist einfach das, genau, liebe ich. Und dann ist einfach die Kamera, die Bilder, also kannst du eigentlich jederzeit Stopp drücken und willst dir an der Wand hängen. Sieht so geil aus. Es hat Figuren abstrus, es kommen immer mehr dazu. Und da kann ich auch jetzt schon sagen, es scheint rauszulaufen. Also, ich habe es jetzt fertig geschaut. Ich habe gestern angefangen und gestern fertig. Ich habe alle Folgen hintereinander, mehr oder weniger hintereinander geschaut. Ja, gut, bis um 1:30 am Morgen bin ich dann noch am Schauen fürs Finale. Aber ich bin nicht einmal ansatzweise eingepennt. Das würde ich noch hier sagen, das ist ein gutes Zeichen. Ich denke, das ist ein Augenring. Ja, nein, das ist auch wegen dem Alter. Nein, es ist. Es ist eine einfache Geschichte, aber es funktioniert. Es funktioniert und ich liebe einfach den Look.
Ich liebe alles an dem. Ich finde es mega cool. Ich bin aber absolut verständlich. Also ich finde es absolut verständlich, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, aber alles, ich finde das also wirklich ist so aufblosen und so nichtssagend und so wenig Tiefe und irgendetwas. Ja, voll! Ich habe noch den Trailer gesehen und gesehen, wie eine da steht vom Bild und mit dem Finger irgendwie was ins Bild rein. Ja. Komi, und das war's. Und dann habe ich gedacht, so. Was ist jetzt? Ich sag mal, wie du Staubsaugen. Bist du gerade Staubsaugen? Ist wieder passiert, hä? Naja. Hättest du den Keller mal wieder nötig gehabt. Ja, hey, nein. Also ich kann nicht Staubsaugen bei dem. Es ist wirklich, ich liebe es. Und ich hoffe, es geht weiter. Ja. Haben wir jetzt auch vorgenommen, es sind die andere Serie, die es gibt, die ist aber abgeschlossen. Die noch zu schauen, die ist auf Amazon Prime. Long Way Good Night. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich will jetzt nicht etwas falsch sagen, googelt einfach Nicholas Winding Refn, dann wisst ihr, was ich meine. Hoffentlich kommen Esel vor. Das wäre ideal. Mhm. Und wie, nein, oh, und nein, halt, das ist falsch. Nein, das stimmt nicht. Wenn Esel vorkommen bei einem Nicholas Winding Refn-Film, habe ich Angst um die Esel, weil Brutalität gibt es halt gleich immer wieder bei ihm. Ah, Too Old to Die Young heisst die Serie, die ich noch gemeint habe. Ja, ey, und was halt auch ist, was halt auch speziell ist, hier wieder, er hat wirklich bei jeder einzelnen Folge auch Regie geführt. Ja. Das ist halt auch nochmal aus, weißt du, also, wie oft hörst du so grosse Regisseure, sag ich mal, so, das ist eine neue Serie, ja, und hat er eine Folge gedreht und der Rest ist irgendwie. Ist dann noch die Pilotfolge. Ja, genau, und der Rest der Zeit ist in Tahiti am Strand gelegen, genau. Oder? Und da ist wirklich. Ist ja gar die neue gar Serie nicht. Von Steven Spielberg als Produzent. Richtige Reihe. Fairerweise, das haben wir nicht ganz vergessen, das habe ich auch immer unterschätzt. Als Produzent hast du ja noch fast mehr Einfluss auf einen Film als als Regisseur. Du bist auch das muss man wirklich einmal so ganz hart sagen. Du bist als Produzent ja wirklich. Auch wenn das ein Regisseur nicht gern hört, aber es ist ja so. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Nein, hey, ich liebe es. Okay. Das ist meine Welt. Sind die Tarantino-Sachen weniger die Handschrift von Tarantino, sondern von Weinstein? Durchaus, ja. Das erklärt auch immer die übergriffigen Momente, oder? Tarantino liebt gar keine Fies. Nein, er findet das eigentlich eklig. Ja, er kotzt immer. Wird immer dazu gezwungen. Es ist ihm vorgeschrieben worden, ein Fetisch musst du dazulegen und ausleben. Okay, Fies, das tut am wenigsten weh. Das ist gut möglich. Das bringt einem möchte einen zweiten Film. Ich glaube, das ist die Taktik. Voilà, ja. Absolut. Gehen wir weiter, oder? Ah, wir haben gar nicht mehr, oder? Ja, haben wir noch etwas? Vorschauen haben wir. Vorschauen. Spannend. Vielleicht kann man die Serie weitermachen. Was ja, unbedingt, wenn wir schon dran sind. Okay, dann haben wir ab dem 12.01. Ich glaube, was haben wir heute? 9. Okay, nein, noch nicht morgen. Vikings Valhalla Staffel 2. Mhm. Ich habe die erste nicht gesehen, aber ich dachte, das zweite. War nicht. Wir haben Prime, 13.01. Sharon's Crime Story, Gefesselt, Staffel 1. Da ist irgendein so ein Barrel-Killer, wo die Leute in Fasser gesteckt hat. Ich habe gefunden, Spike ist da so ein Crime-Story-Typ. Bring ihn mal rein. Genau, Crime-Story, ja. Ich hasse Krimis. Nein, es ist ein Doku. Über Doku? Wohlgeschichte. Ah, aber alles klar. Jetzt sind wir dabei, sorry. Das mit Doku nicht ausgehört. Ich hab da ein Barrelfass, machst mal einen Typ rein. Ein Barrelfass, ja, okay. Ja. Ist so wie eine Flaschenbottle. Wir haben Sky, The Last of Us, fordert am 16. Januar an. Und, das bin ich irgendwie heiß. Das freue mich. Ich glaub, aber 16. ist das nicht... Also, ich glaube, der Montag. Ist nicht eine Woche, du hast absolut recht. Ja, weißt du, Sky hat es eh so mit Montags Release. Das stimmt. Das bin ich auch irgendwie gespannt. Ich habe irgendwas gelesen, das gibt irgendwie, ich meine, du Mandalorian, wie heißt du gespielt? Macht du mit? Und Peter Pascal. Genau, und es gab irgendwie so eine Szene, wo irgendein Bug von. Ja, so. Es ist Last of Us, es muss irgendeine Szene geben. Ja. Nur schon mal, wie die ganzen Pilzviecher so tönen. Klick und nennen sie sie. Es gibt Pilzviecher. Ich bin intrigued. Nein, erzähl es nicht. Nein, ich will nicht mehr wissen. Ich will überrascht werden. Ich kenne das Game nicht, ich habe es nie gegamed. Ich will einfach völlig frei an die Sache herangehen.
Und dann sehr gerne mit dir in der nächsten oder übernächsten Folge darüber reden. Mit Funk. Damit ich wieder kann sagen, im Game ist es nicht so gesehen, im Comic ist es auch nicht so gesehen. Genau, und mir einfach sagen, who the fuck cares? Im Film ist so. Ja, wie immer. Es wird wie immer raus. Eigentlich können wir jetzt schon die Folge aufnehmen. Aber wir haben noch was am 13. 1. Freitag, der 13. Wo übrigens auch Vogelgriff ist im Kleinbasel und wir Vogelgriff Bockbier. Sind am 12. Wir haben am 12. eingeladen. Nein, am 13. 12. ist. Nein, ist jetzt 12. am 11. Der Anstich oder so. Ich habe eine Einladung bekommen von deinem Chef. 13.01. ist der Vogel. Okay, ja, sorry, dann wird schon stimmen. Dort kommt jedenfalls die finale vierte Staffel auf Apple TV Plus von Servant. Ja. Nur hier erwähnt. Ich habe es gar nicht weitergeschaut. Du schon? Ich bin irgendwann hängen geblieben. Ich weiß nicht mal wann. Wir reden jetzt von Fernsehserien. Hast du die erste Staffel geschaut? In dem Fall. Sicher durch. Die erste sicher und die zweite weiß ich nicht genau wann, aber ist ja gleich. Ja. Ja, durch. Sicher, also alle durch. Okay, cool. Dann haben wir noch am 13.01. gehen wir Daredevil auf Disney Plus. Aber nicht neu, ist von der von 15 bis 18, die gelaufen ist. Auf Netflix oder so. Ja, ja, das sind die Netflix-Produktionen, die ich jetzt glaube, nur die Snow auf Disney Plus bringen. Genau, bin mir nicht sicher, ist das der gute Daredevil gewesen? Davon, ja, das ja, ist, das ist oh ja, yeah, fuck yeah. Die Serie ist fantastisch. Habe ich eben nicht gefunden, aber das ist Geschmackssache. Ja. Aber die zweite Staffel ist sowieso gut. Wegen dem Tanisch. Okay. Ja, das ist, sehe ich es gerade von mir gesehen. Das kommt wieder, das all rollt langsam. Ja, ich habe das Gefühl, das ist wahr. Wie ist Streaming-Film? Gibt es nicht allzu viel interessant. Ja, genau zwei, die interessant aussehen. Und zwar kommt auf Sky am 13.01. der Northman raus. Ja. Wo sicher viele Leute interessieren. Ja. Und ich erwähne jetzt einfach mal. Am 17.01. kommt auf Netflix Tenet raus. Ah, schau jetzt. Okay. Ist ja bis jetzt immer auf Sky gelaufen. Ja. Glaube aber schon mal ein Moment nicht mehr drauf gewesen. Also, vermutlich wieder irgendwo, weiss ich auch nicht, nochmal verkauft worden. Und jetzt kommt er auf Netflix raus. Ich bin ja der Meinung, die meisten von unseren Zuhörern, wenn sie Streamingdienst abonniert haben, dann ist es vermutlich Netflix. Ja, ist sicher der meist genutzt. Es immer gibt noch Leute, die haben noch nie geschaut. Ja, ich auch. Ah, du auch? Ja. Zwei von drei in diesem Podcast. Das ist der Wahnsinn. Gut, der eine ist auch ein. Ja, wir machen dann noch keine Frage. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe so keine Lust, den Film zu schauen. Frag mich nicht. Ja. Ich habe mal ausgelachen, worden, weil ich den nicht gesehen habe vor ein, zwei Jahren. Und seitdem denke ich, ich schaue das so lange nicht. Bis du stirbst. Alter. Nicht die ausgelachen? Nein, nein, es sind so zwei andere von so einem Podcast. Vom anderen Podcast? Okay. Andere zählen nicht. Hola! Kino! Was? Donnerstag, 12. Januar. Was startet? Hey, unter anderem eine Doku und die Haut. Was macht Aluminium in Impfungen? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, wie das gesehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen Schwurblo. Aber vielleicht erzähle ich auch etwas Falsches jetzt. Wird jetzt auch nicht Schwurblo, aber es tönt ein bisschen schwurblig. Ich werde auf jeden Fall mich da noch damit beschäftigen, weil das finde ich sicher lustig. Ich lache ja gerne. So. Dann kommt Nana, Before, Now and Then, ein indonesisches Drama, wo es darum geht, dass der eine ihrem Mann plötzlich verschwindet. Und man meint, ja, er ist wieder tot sein, oder? Und plötzlich stirbt auch noch ihr Sohn und er ist wirklich tot. So. Und dann tut sie halt neu heiraten und wir lernen einen mega tollen Mann kennen und alles, oder? Aber plötzlich ja, ist nicht mehr alles so toll wie auch schon. Hey, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Interessiert mich auch nicht wahnsinnig, aber hey, könnte ja etwas sein. Erste Kritiken sind natürlich nicht so toll, also von dem an. Dann Last Dance, die Vorschau habe ich schon 100 Mal gesehen. Belgisch-französische Schweizer Co-Produktion um einen älteren Herr, der im Ruhestand mit 75 seine Frau verliert und dann sich probiert, etwas. Wenn er sich die ganze Zeit um die Sorgen macht, um seine Kinder, die das Gefühl hat, die machen alles falsch in ihrem Leben, hat er das Gefühl, alles gleich, muss irgendein Hobby finden. Also geht er zu so einem zeitgenössischen Tanzensemble. Weißt du, so ein bisschen Ausdruckstanz und so Zeug macht. Und er probiert sich dort in zu integrieren. Dort so nach einer eher leichten, lustigen Komödie mit leicht dramatischen Tendenzen. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Dann kommt raus ein Schweizer Film. 99 Moons,
es geht um zwei Leute, die eigentlich nur wollen, miteinander bümseln und nicht mehr wollen, aber plötzlich merken sie, hey, irgendwie, das ist vielleicht doch mehr. Das Bümseln macht Spass. Ja, nein, es tönt jetzt irgendwie alles ein bisschen einfach, aber es geht anscheinend sich um Kontrolle und Kontrollverlust und was weiß ich. Fesselspiel? Ja, ich finde Sex eh doof. Da haben wir keinen Schimmer davon. Du kannst auch fesseln ohne Sex. Ja, das ist richtig. Ich habe fesselnd. Ich kann über Fesseln mit meinen Anekdoten zu Kopenhagen Cowboy. Nein, Mit einem Seil geht es schneller. Der kommt sicher für mich persönlich ein Highlight von der Woche, auf den freue ich mich sehr. Holy Spider, wo es darum geht, um eine Journalistin, wo versucht eigentlich die Behörden zum gehen, weil die schnallen es nicht. Weil im Iran geht einer um, der sogenannte Spinnenmörder, der auf der Strasse Prostituierte töten. Und das im Rahmen, quasi im Sagen, quasi im Namen von Gott, das dort machen. Und sie probiert quasi dahinter zu kommen, wer das ist. Und das tut nach so einem richtigen, düsteren, brutalen Thriller. Ich habe ja gehört, dass werden auch Leute, die kein Kopftuch haben auf der Straße. Anscheinend ist er recht skandalös. Also skandalös, halt, weil er in im Iran spielt und dort halt nicht alles so eifrig oder Irak. Nein, ist ein iranischer Film. Also nicht ein iranischer Film, aber spielt in Iran. Ja. Da bin ich irgendwie heiß. Das klingt irgendwie noch cool. Weißt du, so eine Serienmörderjagd oder in so einem Land, oder, wo Religion nochmal eine andere Rolle spielt, als im westlichen Land, sag ich mal. Wo ist das Problem? Ja, genau. Blöd gesagt. Ja, wirklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte noch geil sein. Die ersten Bewertungen, also Kritiker, sind anscheinend auch ziemlich gut. Also auf den bin ich irgendwie gespannt. Den gönne ich mir wahrscheinlich, ja. Ziemlich sicher sogar. Ja. Voilà, das war's. Jungs, wir haben es geschafft. Oder? Hill, willst du irgendetwas sagen? Nein, also... Gott sei Dank. Nein, es reicht dann auch, oder? Ja, so gut ist es die Folge auch nicht, dass man das länger ziehen muss. Nein, nein. Apropos, länger ziehen. Du hast... Noch länger. Du hast einen Film genannt. Du hast wirklich einen Film nur geschaut. Nein, ich habe... Weisse Rauschen. Und ja, und? Auch du Dings, Paul, wie du. Das ist einfach der... Ah, okay, stimmt. Okay, Doppelnennung. Also die zwei Filme, aber keine Serie. Du Wander. Wander Wednesday. Wednesday. Ah, Wednesday. Gut, das haben wir nicht aufgeschrieben, weil wir halt da schon zweimal drüber geredet haben oder so. Dann tut es mir leid. Und nicht nur zwei, drei Folgen, sondern ich habe es auch durchgeschaut. Also. Du wilder Vogel. Nein. Oh, kann man schon. Ja. Scheine halbe Sachen. Jo, ja, machen wir weiter, oder? Ja, nicht sieht man sich in einer Woche oder hört man sich in einer Woche wieder hier? Sonntag kommt ja nochmal eine Folge raus. Nein. Ja. Aber nur wenn wir mögen aufnehmen. Nur wenn wir mögen. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ja, genau. Ja, wie brav wir sind. Was? Machen wir mal Abmoderation, ich muss aufs WC. In dem Fall, das ist auch gesehen mit uns, drei Engel für nicht Charlie, aber falls man wieder sucht, unsere Bewertung stört. Oder Charlene oder so. Charlene. Ah, sehr gut. Ja, gebt uns, wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Music hört, also bitte gebt uns einfach die 5 Sterne. Wenn ihr noch ein paar nette Wörter schreibt, super. Aber das war wirklich mega wichtig, das vergessen die Leute immer wieder. Und das hilft uns, neue Leute zu kriegen. Nur so kriegen wir eigentlich neue Leute. Das ist wie wenn man die Galaxis bestellt. Sterne geben, bewerten. Also das macht wirklich niemand. Ich kann nicht, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich lese es und bevor es gibt Leute, die machen es. Ja, sicher, das ist toll. Nein, bitte gebt uns die Sterne, wir brauchen sie dringend. Wir wollen neue Leute hören. Ja. Ganz und euch natürlich beibehalten, so. Wir werden auch später noch Platz für euch haben. Keine Angst. Ich sage auch oft auch Dankeschön und beantwortet. Das könnte passieren, wer weiß. Ciao zusammen! Unser Hill. Ja, der Alex, da ist er.